Muss ich da schon drauf? Ja. Das kannst du wie Vorhang fällt. Ja. Man sieht, dass sie nichts sehen. Ich will mal gucken, ob das da auch drauf ist. Kannst du mal anmachen? Fatzebuck, ne? Ja. Jetzt live. Ja, tatsächlich, aber quer. Ist richtig? Oh. Der soll ja quer, aber nicht so. Jetzt ist es ausgemacht. Guckst du noch mal? Ja, mach mal bitte. Ja. Na? Jetzt ist gut. Okay. Hier. Alles klar. Eins. Du. Alles klar. Eins. So. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Harleyside-Live-Ausgabe. Heute direkt aus Lübeck. Jens, wir sind hier bei Jens Pott, House of Thunder. Ich guck mal einmal, ob wir hier wirklich auch drauf sind. Ja. Hallo. 2 Minuten zu spät. Wie kann das angehen? Ja. Der Tee war noch nicht fertig. Aber ich sehe, ja, Bild ist auch gerade. Passt alles. So, ich hoffe, der Ton ist gut. Wir können ja mal so ein kleines Setup abfragen hier. Man sieht uns, versteht uns hoffentlich. Ja, ich denke auch genau, es läuft. Gut, Jens. Ja, die Volker. Themen, die wir heute haben. Man sieht das hier schon auf dem Bild. Wir haben hier 2 E-Bikes. Die Harley-Davidson Serial One E-Bikes. Einmal das Modell Rush City. Ja, Rush und Mosh. Und Mosh City. Genau. Die hast du jetzt hier zum Anfassen, ne? Und zum Fahren. Und zum Fahren. Vom 8. bis zum 13. Ja. Heute bis zum 13. Genau. Also wir haben, das Thema sind einmal ganz kurz vorgestellt, die beiden Serial One Bikes. Und das Hauptthema ist aber heute das Mapping, Tuning, Harley-Davidson, was da so alles geht, ne? Jo. Speziell... diese Mapping-Geschichte eben. Ja, nur ne? Es lebt jetzt hier von Fragen und solche Sachen. Alles. Genau. Wir natürlich, so hatten wir das ja ein bisschen geplant. Ja. Ich habe hier jetzt nichts vorbereitet, jetzt irgendwie großartig, dass ich hier jetzt irgendwas runterrappel oder was ich was. Nö, das war auch nicht der Plan. Wenn die Leute Fragen haben, dann will ich versuchen, sie gerne zu beantworten. Und dann sehen wir mal. Wir lassen das alles mal auf uns zukommen, haben wir so gedacht. Ich muss mal sehen, dass ich jetzt hier auch die Kommentare alle sehe. Zeigt er mir gerade nicht an. Jetzt. Gut, also wenn da Kommentare kommen, ach ja, jetzt da geht schon was. Läuft, ja, Timo, alles klar. Vielen Dank für die Info. also wie gesagt, wir wollen jetzt als erstes reden wir kurz über die E-Bikes, weil die ja noch ziemlich neu auf dem Markt sind. Also hat ja wohl noch kaum einer gesehen. Ich habe die auch noch nicht gesehen. Nee, wir sind hier in Schleswig-Holstein der Vertrieb für die Serial One Bikes. Mhm. Als ja, für den Bereich Norddeutschland. Also Rostock ist der nächste. Und da geht es Richtung, ich glaube, Fulda. Mhm. Fulda, die Ecken da noch. Aber wie gesagt, das ist auf der Internetseite. Können wir vereinfachen, habe ich auf meiner Seite alle Händler drauf. Aber wir sind hier im Norden mit Rostock die einzigen eigentlich. Ja, genau. Ja. So, und du hast jetzt 2 von denen hier stehen. Und wir machen das auch mal ein bisschen kurz und knackig, ne? Weil ich denke mal, so wie wir beide drauf sind, reden wir wieder 1,5 Stunden. Ja, ich finde das ein interessantes Thema. Ja. Kurz gucken, ob die drauf sind. Tatsächlich sind war meine Entscheidung, hier Händler zu werden, weil ich da selber Bock drauf habe. Mhm. Ein bisschen Bewegung kann ich ja vertragen und habe ich so gedacht, wenn ich mich bewegen muss, kann das auch mit Unterstützung laufen. Und da kam mir dieses Thema ganz recht. Wir sind ein bisschen dicht dran.
Gut, das werden wir alles mal ein bisschen anders drehen hier. So, einmal so. Ich werde einmal kurz das hindrehen, hier, damit wir das besser sehen können. Ja, das ist so, wenn das live ist. Wir hatten das zwar schon mal so ein bisschen probiert. So. Da fangen wir mal mit an, weil es das auch das günstige Bike ist. Ne? Ja, da muss ich auch sagen, bin ich ein bisschen überrascht. Ich hatte mit ganz anderen Preisen gerechnet. Ne? Ja, das haben wir aber alle. Ja. Gut, die paar Sachen sind natürlich super gut. Das ist A, der Motor mit 90 Newtonmeter, der richtig reindrückt. Mhm. Aber ein paar Sachen vermisse ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber was ich tatsächlich vermisse, ist, dass die Gabel nicht gefedert ist. Ja, gut, bei dem Bike, wir sind ja nun beide auch schon gefahren. Gerade eben haben wir uns mal ein bisschen bewegt. Ich habe auch mal geguckt, also zulässiges Gesamtgewicht haben wir nicht überschritten, weil du kannst vorne oder hinten alles zusammen irgendwie, hinten kannst du 128 Kilo oder irgendwie so. Ja, bei der nicht, das tut ein bisschen weh. Ja, bei dem anderen. Bei dem hier. Ja, ja. Aber so wie hier, wenn du jetzt hier so drauf, das ist jetzt für mich zu klein. Das ist jetzt die... Das ist auch die L-Variante. Eine M. Oder, nee, L, Mosch. Das ist Mosch M. So, und ich sitze ziemlich weit vorne auf dem Lenker. Stimmt. Und wie du schon sagst, da fehlt dir dann tatsächlich so ein bisschen der Dämpfer vorne. Oder wenn, man muss eben ein bisschen mehr, weniger Luft drin haben. Ich glaube, 2,1 ja. Bar sind so angesagt. Hier sind ein bisschen mehr drin. Ja. Aber ansonsten, das ist das Einzige, wenn wir direkt mal mit den Mängeln anfangen wollen, das, was einem so auffällt, und hört es auch auf mit den Mängeln. Ne? Ja, richtig. Also, oder mit dem... Ist halt eben für permanente, ich sag jetzt mal, Langstrecken, ja, ist dieses Fahrzeug nicht. Also dieses Fahrrad nicht, aufgrund, weil es keine Gangschaltung hat. Das hat diese hier, dieses Fahrrad. Deswegen ist es auch ein Tausender teurer. Und die hat eine Gangschaltung drin. Also das heißt, wenn du hier permanent 25 km/h mit treten möchtest, dann bist du ganz schön schnell. Aber es hat schon eine gute, also das geht ja schon los, wenn ich jetzt hier nichts mache. Und dann geht er ja sofort, marschiert er los. Ja. Aber wenn du 25 km/h permanent fahren möchtest. Man hat ja hier diese Modi, den Wahlschalter. Man kann ja die Power einstellen, ob man viel oder wenig haben soll. 25 ist Ende. Mehr fahren sie dann nicht. Ja, in der Leitung. Außer man gibt Gas. Ja. Ne? Also man haut da rein. Das ist hier, dieses Bedienelement ist ja sehr futuristisch gehalten. Mhm. Also das ist minimal. Das ist bei dem mit einem kleinen LCD-Display. Und man kann da verschiedene Sachen einstellen, noch wesentlich aufwendiger. Das finde ich hier, das reicht eigentlich. So, man kann hier die Stärke reinstellen und das Licht an- und ausschalten. Das ist auch cool mit dem Licht. Licht geht auch automatisch an. Das ist auch, es gibt ja für beide eine App. Die ist noch nicht Serien, die läuft noch nicht. Aber man kann das, was wir hier sehen, sind alles Prototypen. Ja, okay. Das kann sich im Design noch ein bisschen verändern und. Wie gesagt, das sind Prototypen, ja. Aber hier geht irgendwie Licht, das geht alles automatisch dann an, wenn man fährt. Wenn man hier das hier anschaltet, mal hier gedrückt halten. Genau, also dann geht hier das Serial Year One, das sieht natürlich richtig geil aus. Es hat schon was. So, und dann kann man hier manuell, hier kann man die Stärken hier einstellen. Gut, das sehen Sie jetzt nicht, ne? Aber das ist einfach alles einstellbar. Genau, und dann kann man hier das Licht hier einschalten und aus und an. Bei dem kann man es automatisch oder manuell machen. Ach so, das kann man in der App auch einstellen. Ja. Ne? Und dann ist natürlich auch hier hinten das Rücklicht. Das ist natürlich auch geil, finde ich. Musst du einmal... Kann man das sehen? Mal einmal kurz gucken. Nee, ja, jetzt muss man ein Stück weiter noch runter, dann kann man das auch sehen. So. Noch weiter. Ja, da genau. Also das Bremslicht, ne? Beide Seiten, ja. Ja. Ja, wir haben hier einen Riemenantrieb, typisch Harley. Ja. Wir haben 90 Newtonmeter, das ist viel, ne? Dieser Bose-Antrieb. Bose-Antrieb und 90 Newtonmeter ist für ein E-Bike schon oberstes Regal. Meistens haben sie so 50, 60 und haben dann Bosch-Motoren verbaut. Ja. Aber marktführend, denke ich mal, wird Brose sein. Dann haben wir hydraulische Scheibenbremsanlage. Ja, die auch richtig reinballt. Also wenn man da zieht, das steht dann auch. Abnehmbare Akku. Man kann entweder vor Ort aufladen. Man hat so einen Schlüssel dabei. Man kann das an dem Fahrzeug selber laden. Oder halt mit einem Schloss ist der Akku verriegelt. Oh gut. Weil man muss sich das halt eben vorstellen, wenn man in Etagenwohnungen wohnt, dann steht das Fahrrad im Keller. Keller ist wahrscheinlich keine Steckdose, was ich. Dann kann man den Akku rausnehmen und dann mit oben in die Wohnung nehmen und dann durchladen. Genau, oder ja eben halt, ja, wie du das hochnehmen, und da gibt es eben dieses Ladegerät, das haben wir hier, glaube ich, sogar irgendwo liegen. Ja, dieses ist jetzt gerade am Ladegerät. Ach so, ist in, ach so, da. Ja. Das ist dann auch alles, ist also nicht viel.
Ja, fällt mir da jetzt noch was ein? Ich kann da noch mal kurz gucken. Ich hatte mir ein paar Notizen gemacht. Preis war bei dem Bike jetzt? Hier dreieinhalb. Dreieinhalb. Ja, und das Fahrrad viereinhalb. Viereinhalb, das ist ja ein Mosh City. Ja. Nee, Rush City. Ja. Gut, es gibt die Modelle in verschiedenen Rahmengrößen. Das ist jetzt, meine ich, M. Wäre mir eine Nummer zu klein? Größe L. L. Okay, L wäre mir auch zu klein. Also ja. Ich bräuchte XL. Wie gesagt, man muss ja konfigurieren. Mhm. Auf der Website serial1.de ist ein Konfigurator. Ja. Wo man halt eben deine Körpergröße und Gewicht kann man sich da einstellen und solche Sachen. Und dann wird die Rahmengröße vorgeschlagen. Okay. Ich kann sagen, ab 1,80 XL. Ja. Mhm. Ja, das haben wir ja auch bemerkt, ja. So, aufladen, 2,6 Stunden bis 75%. 3,1, glaube ich, bis voll. Bei dem ist das hier, und ja, genau. Und 529 WH, das sind diese Betriebsstunden, das ist die Speicherung vom Strom. Ja. Pro Stunde, also das ist irgendwie 529, wie das genau, das ist ja das ist für uns auch eine neue Welt wieder jetzt. Ne? Also und was man hier, Größe L, was natürlich auch wichtig ist, ist, was ich hier knapp 22 Kilo schwer, ja. Das ganze Fahrrad mit Akku. Ist natürlich auch, wenn man hier Treppe rauf und runter. Obwohl 22 Kilo ist. Ist nicht viel, ist ja aber gut. Es geht, ja, man also muss ja natürlich auch, viele haben dann sowas hinten am Wohnmobil natürlich, ja. Ne? Ich habe das dann auch hinten auf dem Fahrradträger. Aha. So, und da muss, das ist auf jetzt gerade beim Wohnmobil, wenn man die Länge dahinter der Achse ist, ja, dann wird mit Hebelarm immer gleich wert. Die müssen immer ganz schön genau kalkulieren. Deswegen ist das Gewicht hier ziemlich wichtig. Leicht ist das nicht, 22 Kilo. Also mein Fahrrad, was ich ohne E-Motor habe, das nehme ich so. Ja. Ne? Das ist schon was anderes. Also Leichtigkeiten sind es nicht, 22 Kilo, aber es ist trotzdem ein schönes Fahrrad. Fährt sich gut, bremst gut. Leistung ist ja nun regelkonform. Ja. Ich wäre schon Kandidat für sowas. Ich würde mir da noch, vielleicht gibt es ja auch im Zubehör noch mal ein paar Sachen, Herr Speder. Also bestimmt. Ich bin mal gespannt, wie sich die Sache noch weiterentwickelt. Ja. Also sie sind noch ein bisschen langsam. Jetzt sind ja nun auch, wie gesagt, erst die Prototypen hier. Aber Verkauf läuft ja schon. Ne? Ja, momentan laufen Vorbestellungen. Mhm. Die nehmen wir gerne entgegen, die Vorbestellungen. Und dann, ich sage jetzt mal, die richtigen Lieferdaten kommen, dann... Ja, wir können ja noch mal das andere hier hinstellen. Ja, und hier noch mal ziehen wir hier mal den Akku ab. Hier ist der Anschluss für den Akku. Ja, mal abziehen. Das ist ja easy. Ne? Fertig. So. Na, das sieht man dann auch, dass das hier eine größere Narbe hat. Ne? Ja. Jetzt mal, was ist jetzt der Unterschied? Also wenn du bist jetzt, machst du Vertrieb für E-Bikes? Heißt das auch, bei dir auf der Bühne steht nachher irgendwann mal so ein E-Bike, wenn du das wenn das dann mal irgendwie eine Inspektion gibt? Ja, aber wie gesagt, ich höre da so einen abfälligen Ton. Naja. Ich kann dir einen Schwenk erzählen aus der Meisterschule. Hm. Das haben wir mit den Fahrradleuten zusammen gemacht. Oh. Also Motorradmechaniker und Fahrradmechaniker waren da zusammen. Hm. Und wenn du, unsere Meisterprüfung war eine Fünfgangnarbe, neuerer Art und älterer Art, also es wurde gestellt, das Ding war kaputt, man musste virtuell auf ein Lager laufen und dann musste man diese Teile zusammensuchen. Ich habe da Fahrradleute und Motorradleute weinend aus dem Klassenraum laufen sehen, was so in einer Fünfgangnarbe sich abfindet, was da für eine Technik in einem Fahrrad drin ist. Das wird heute unterschätzt. Die Narbe ist, glaube ich, wartungsfrei hier, glücklicherweise. Ja, aber ich rede jetzt von einem normalen Fahrrad. Ach so. Na, also Fahrrad hat, wie du schon sagst, ja, wir haben Hydraulikbremsen, das muss ja genauso gewartet werden wie auch von einem Motorrad. Hat auch Bremsbeläge drin, auch die müssen gewartet werden. Wir haben Scheibenbremsen hier. Ja. Also ich finde, da ist schon viel Technik drin. Auf jeden Fall. Jetzt kann man doch tatsächlich sagen, dass sich die Schule für dich gelohnt hat. Langfristig. Ja, weil ein bisschen besser aufpassen müssen. Ne? Ja, cool, okay. Aber ich finde, warum nicht? Also warum nicht? Also das, ich finde sie schick. Also... Ja, wie gesagt, also... Zu verbessern gibt es immer irgendwas. Hier haben wir ja auch nicht diese Dämpfer drin vorne. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe jetzt... ich finde trotzdem auch, der Preis, der kostet jetzt ein bisschen mehr, aber hat ja vorne auch Gepäckträger. Also hier fühle ich mich sofort wohl drauf. Hat man auch meine Größe, ist glaube ich XL, ne? Ja, kann dein Gewicht auch tragen.
Genau, das kann das andere auch, ja. Aber zusammen dürfen wir da beide nicht drauf. Kiste Bier hinten wäre dann schwer. Ja, ja, okay, Dosenbier wird gehen. Ja. Aber, tja, da haben sie mal wieder neue Wälder gerodelt oder wie auch immer. Wie auch immer. Ja. Ist, ich finde es ein schönes Ding. Deswegen habe ich auch gesagt, ich werde Händler, weil ich da selber Bock drauf habe. Ja. Ich gucke noch mal kurz, nicht, dass wir noch irgendwas vergessen. Ich gucke ja gleich noch mal, ob da noch einer eine Frage hat. Also falls ihr noch eine Frage dazu habt, könnt ihr ja gerne mal eine stellen. Ja, 10 Kilo, das sind, ach so, der ist, ist das abnehmbar hier? Nein. Nee. Nein. Aber 10 Kilo da vorne und hinten sind sogar noch bis 100 Kilo. Das ist ja auch verrückt. 100 Kilo, das bin ich ja. Also kann ich ja hinten drauf, 110. Also ich durfte ja nicht mehr hinten drauf. Und trotzdem noch genug. Egal. Scheiß Corona. So, und aber auch hier Akku abnehmbar. Richtig. Was ist denn dahinter? Da kannst du deine Zigaretten noch mal reinpacken. Ach, das ist so ein kleines Fach. Ja, ist genau. Okay. Ja, hier ist das Display größer. Das könnt ihr dann, können wir das mal eben zeigen vielleicht? Das ist ein bisschen schwierig jetzt, ne? Ja, ist ein bisschen schwierig, das zu zeigen, ja. Also ist da. Naja, man kann ja vielleicht mal so hier hinhalten, ne? Vielleicht sieht das ja einer. Also hier ist so ein Monitor, 1,5 Zoll oder was hat das da? Ja, da sind Modis drin. Geht denn das? Hat hier ist der Einschalter da, ach so, da gedrückt halten. Ach, den sehe ich gar nicht. Jetzt geht's an. Ach so, und jetzt geht da, ach cool, Geschwindigkeit. Ja, und da kannst du eben halt alles einstellen, ist gut. Vielleicht lassen wir wieder runter. Also auch die Geschwindigkeit, Eco-Modus, Tour-Modus, Sport-Modus, Boost. Dann geht er richtig los. Ja. Der Ständer ist auch irgendwie verstellbar. Auch das. Reichweite war noch interessant. Von bis. Kommt da an, wie man fährt. 150 richtig. Maximal. Die geben noch ein bisschen mehr an. Ja, bei den Pedelecs ist halt eben interessant, umso mehr man reintritt, umso weniger wird unterstützt. Ja. Das ist ein Umkehrfaktor, muss man erst im Kopf klar werden. Ja. Wenn man natürlich so wie ich schaltfaul ist, dann ganz leichtes Antippen und dann geht das Ding richtig nach vorne. Ja, also maximal 150, aber der fährt die nächste Fehmarn-Tour, Volker, machen wir mit dem Fahrrad. Okay? Bring mich doch jetzt nicht in Verlegenheit. Ja, doch, das müssen wir doch machen. Und dann danach hauen wir uns ein paar Steaks rein, weil wir haben dann ja schon wieder abgenommen. Aber das gibt ja auch nur diese Version, also Männlein, Weiblein, divers. Gibt es wahrscheinlich nicht. Das ist also Motto momentan ist das, was hier steht, geplant. Mhm. Natürlich, wenn das erstmal am Laufen ist, sind neue Sachen noch geplant. Aber wie gesagt, alles ist hier unter Vorbehalt, weil es Prototypen sind. Ja, okay. Also nicht festnageln, das kann noch schwarz-matt und schwarz-glanz oder weiß ich wie. Es gibt da zwei Farben momentan. Ich meine jetzt die Version, Damenfahrrad, Herrenfahrrad. Nur so, wie es hier momentan steht, ist Damenfahrrad erstmal nicht berücksichtigt. Das wollte ich hören. Ja. Ne? Also, warum? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ne? Man muss ja auch nicht alles hinterfragen. Das ist ja sowieso schwierig heutzutage. Muss ja Frauen oder was weiß ich da innen und irgendwas Fahrrad. Also macht man da heute überhaupt noch Unterschiede? Macht das überhaupt noch Sinn, ein Damen- oder Herrenfahrrad zu bauen? Nein, also das ist doch heute uni wie eine schwedische Toilette im Grunde genommen. Das ist doch einfach so. Also diese das interessiert doch heute gar keinen. In diesem Trekkingbereich, so wie es hier ist, ist das, glaube ich, unisex. Ich glaube, eine Frau wird auch so damit losfahren. Bestimmt. Das jucken die doch heute sowieso alles gar nicht mehr. Die sind doch, heute ist das doch irgendwie alles gleich. Also gut, wollen wir dann das Thema beenden? Also hier sind wir wenn bei 4,6, ne? Bitte? Wenn da keine Fragen mehr sind. Achso, ja, genau. Aber 4,6 sind wir, ne? Ja. Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt haben wir natürlich mal gucken hier. Jetzt sehe ich hier ganz viele Leute. Wo sind die Kommentare? Ups, jetzt bin ich hier raus. Einmal kurz gucken. Mann, ich kann jetzt hier die Kommentare nicht sehen, Jens. Das ist... Irgendwas ist immer. Immer. Da, schade, hab den Preis nicht mitbekommen. Ja, sagen wir dir nochmal. Also, was waren das jetzt? 3.500 für das... Mosh City. Und das Rush City 4,6. 4,6. Ja. Oder also, 4, wir 5. reden von Tausenden Euro. 4,5, ich glaube, ein Tausend. 4,6. Irgendwie sowas, ja. So, und kann bei dir bestellt werden?
Das kann bei mir bestellt werden oder bei meinen Händlerkollegen. Lieferzeiten wissen wir noch nicht. Also kann da bestellt werden bei den Händlern, die sich da an den E-Bikes da beteiligen, weil sie müssen dann eben halt auch einen Werkstattplatz dafür bereithalten. Und Werkstattplatz, wir machen Vorverträge. Ja. Das machen wir momentan. Wir können aber noch nichts über Lieferzeiten, wann es geliefert wird, können wir noch nicht sagen. Das kommt jetzt, Sie sagen Spring, das heißt, wir erwarten in Kürze. Ja. Also wie gesagt, ich habe bei mir auf der Seite sonst auch da im Bereich Serial One Bikes, da sind dann eben halt alle Fahrradhändler, also Harley-Davidson, Fahrradhändler, E-Bike-Händler aufgelistet. Also aber wie gesagt, man kann es online bestellen. Ja. Das läuft dann auch alles online und anonym aus. Das muss man dann aber auch wissen. Wenn man mit uns zu tun haben möchte, mit uns freundlichen Harley-Davidson-Händlern und Menschen, die einem ein bisschen was erklären und solche Sachen, dann muss man das über uns bestellen. Also wer mit Service und wenn mal was sein sollte, ja. Ich sag mal so, wer sich hier eine Harley kauft, der wird sich da auch das Fahrrad hier, das E-Bike hier kaufen. Also Harley Harry sagt, das Fahrzeug, Fahrrad finde ich zu teuer. Ein Cube finde ich preis-leistungsmäßig besser. Aber das ist ja dann keine Harley. Ja, ja, Unrecht hat er nicht. Also das ist ja nicht so, dass da... Das kommt wahrscheinlich. Aber wenn das Ding wo ist die Messlatte? Was ist zu teuer und was ist nicht zu teuer? Ja, ich weiß es das ist, auch nicht. Es ist, wird immer der Preis, ich sage jetzt mal, wenn jemand das bereit ist auszugeben, ich wäre es bereit, dann ist mir der Preis auch egal. Also, ja gut, wir wollen ja aber auch die kritischen Fragen beantworten. Klar, sicherlich. Aber das wann, entscheidet ja jeder für sich selber. Ja, ab wann beim Händler? Achso, hier sind die Fragen nochmal. Ja, ab wann beim Händler bestellbar? Sofort bestellbar? Also das geht jetzt schon los? Vorverträge, ja. Ja, das ist natürlich, wir wissen ja auch nicht, wie viele kommen da jetzt. Das nee. Interesse ist, glaube ich, wie bei der Panamerika. Das Interesse ist groß, ja. Also das ist schon... Und bei jedem Händler, also nicht bei jedem HD-Händler, sondern bei denen, die es eben halt auch anbieten. Und das sieht man dann bei mir auf der Liste da. Genau, wie gesagt, ich habe hier nochmal den Akku ausgebaut hier. Das Bild ist 4600. Ach, das im Bild ist 4,6. Achso, nee, alles klar. Da unterstützt sogar noch jemand mit Infos. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Gut, das waren dann die E-Bikes. So, Jens, lass uns doch zu mal was. Ja, ich wollte Ihnen nochmal den Akku wollte ich noch mal zeigen. Ja. Ne, das heißt, dann kann man das hier mit einem Adapter kann man den dann anschließen und dann kann man das wieder ins Ladegerät machen oder halt eben wieder reinsetzen und dann hat man den Stecker hier an der Seite. Wird deine Frau das auch hinbekommen? Ja, sicher wird man das also, hinkriegen. Also, easy gemacht, ne? Also für jeden gedacht, das Fahrrad. Oder E-Bike. E-Bike. Klingel. Die ist mechanisch. Hm. Warum? Ja. Weil das muss. Okay. Ja. Das gut, also Riemenantrieb, wartungsfrei. Ja, wir haben eigentlich alles gesagt, so auf die Schnelle. Wir im Fahrtest müssen, ich kriege ja auch irgendwie so ein Ding noch. Ich bin mal gespannt. Und du hast ihn nicht richtig eingehängt da unten. Der muss unten war nicht richtig eingehängt. Ja, Vorführeffekt. Ja. Genau. So, alles klar. So. So, jetzt haben wir doch hier noch was anderes. Wir stellen das da hinten hin. Wollen wir sie herstellen oder wollen wir da hindrehen oder was? Wir können die Fahrräder ein bisschen hier weit raus, das Thema haben wir ja nur durch. Ja. Die stellen wir hier hinten hin. Und jetzt kommt die Lowrider S. Das Thema Lowrider S, 131 Kubik-Inch. Ja, die hattest du ja das Vergnügen, sie einmal durch Schleswig-Holstein zu bügeln. Nein, ich habe sie nur auf der Rennstrecke gefahren. Ja. Flugplatz. Mal gucken, ob ich dann auch im Bild bin. Das muss ich ja hier nochmal kontrollieren. Ich muss ja alles alleine machen, Mensch. Ja, ich muss doch bloß sagen, was ich tun soll. Bin ich ja schon im Bild. So, Jens, wir sind ja auch in deinem Werkstattbereich. Ja. Das heißt, hier kann ich den Bock auch mal anmachen. Bin ich drauf? Ja. Guckst du denn mal da in die Kamera rein? Im Moment eben. Hä? Also Lowrider S. Ich habe hier
131 Kubik. Also die Reichweite von dem Fahrrad war 56 bis 185 Kilometer, war das, glaube ich. Je nachdem. Hat einer gefragt nochmal. Ja, ja. Also das, also 86 bis 185. Fahrrad ist jetzt Ende. Wir haben jetzt Lowrider S hier. Aber die Frage wollte ich noch beantworten. Wir sind ja höflich. Zu spät. Hier. Ja, gut. Alles ab. Ja. Das ist auch geil, ja. Da muss ich auch noch was zu sagen, auch wenn der Hahn zu ist, sag ich mal, und du gibst Rohr, dann hört sich das Ding immer noch geil an, ne? Also das ist ja auch so eine Sache, du. Ja, nur ist ja nur auch eine schöne Auspufftechnik dran, ne? Ist ja nicht so, dass da... Ja. Bist da, mit der Jackal ist das natürlich wunderschön. Ja gut, das sind andere wahrscheinlich auch, also da will ich mich auch raushalten, also das ist ja sowieso so ein Haifischbecken für mich. Ja, für dich, aber für mich ja nicht. Das ist ja, für mich ist das kein Haifischbecken, weil ich finde, also vom Geschmack her finde ich die Jackal immer noch am schönsten. Schön, ach da geht es nach Schönheit bei dir. Ja, am schönsten und klingt auch schon am besten, ja, finde ich ja. Und von der Performance, lass es doch mal zur Sache kommen. Ja, ja, was möchtest du denn? Ich will jetzt... Soll ich einen Kaufvertrag machen, Marvin? Bitte? Soll ich einen Kaufvertrag machen? Nein, ich würde das Ding, das Aggregat, würde ich gerne in so einer Streetlight, Rotlight, Ultra oder irgendwie so sehen wollen. Ich meine, das ist nicht weil es hier nicht reinpasst, sondern weil ich bin ja so ein Tourenfahrer. Ich fahre ja gerne auch mal Bahn und ich fahre lange Strecken und diese Charakteristik von diesem Motor, was du da gemacht hast, das ist also schon genial, muss ich ehrlich sagen. Also, um mal ein paar Daten zu sagen, bei 2500 Umdrehungen, vielleicht ein bisschen früher sogar, haben wir hier 180 Newtonmeter am Hinterrad, ne? Ja. Und das hört auch erst bei 5200, 300 Umdrehungen auf. Geht das unter 180 oder Newtonmeter? Das geht langsam runter, sagen wir 180, 170. Nicht, wir reden ja nicht, dass da dann nichts mehr ist, aber wie gesagt, gut, klar. Also eine mega Leistungsentfaltung. Ja. Und ich hatte ja nun auch schon so einen kleinen Bericht dazu geschrieben. Ich bin total geflasht gewesen. Das Video hat sich gleich wieder aufgehängt bei mir, weil ich da sowieso im schlechten Netz war. Und ich war auch irgendwie so ein bisschen verdattert noch, wie das Ding hier abmarschiert. Weil das ist ja nicht mehr normal. 2,1 Liter Hubraum. Ja. PS sind ja über 130. Wir haben 133 am Rad. Mhm. Das ist also es sind mehr Leistungsvergleich, sag ich mal, eine BMW 1300, eine K1300R hat 175. Ja. Der fährt der nicht weg. Ja, also, wir müssen natürlich jetzt nochmal, weil das kriege ich ja auch immer, die Frage kriege ich oft. Das, was in dem Fahrzeugschein drin steht, ist das, was an der Kurbelwelle abgegeben wird. Aha. Das ist europäisches Gesetz. Wir haben natürlich dann halt eben den Verlust. Hier bei Harley haben wir den Primär, das Getriebe, den Riementrieb und Reifen und was ich will. Das ist, kann man so beziffern, wenn man das jetzt vom Motor runterrechnen muss zum Reifen, ist natürlich die Theorie. Liegst du bei bis zu 12% runter. Ja, aber Jens, wie gesagt, Auto und auf der Autobahn. Es ist halt eben nur die Leistungsangaben, die ich dir gegeben habe, ist ja einmal am Rad. Das heißt, die 133 PS liegen am Rad an. Ja. So, und dann haben wir ja noch eine Verlustmessung gemacht bis zur Kupplung. Und da lagen wir dann ja bei 140 PS. Obwohl die Verlustmessung oder was an der Kurbelwelle angegeben wird, ist eigentlich völlig... Von Arsch. Ja, also eigentlich ist das wichtig, was auf der Straße ankommt. Also ein Auto mit 300 PS, der geht rechts rüber. Ne? So, und das Ding wiegt ja aber auch knapp 300, 280 Kilo oder irgendwie so. Mhm. Also wir haben jetzt ja auch kein Leichtgewicht vor uns. Ne? Und trotzdem marschiert die so gewaltig ab. Und was ich ja auch noch so fand, ich meine die Bremsen und so sowieso, das ist ja Doppelscheibenbremsen und so, das ist alles nicht das Problem. Also die hat auch diese Leistungsreserven von Werk aus schon. Das Fahrwerk, ich habe ja hier auch mit dem Scorcher, wo ich auch überrascht war, wie der das gemeistert hat. Bin nicht so der, also bei Regen ist schwierig, ne, mit Michelin. Bin ich so immer so ein bisschen. Aber wie der damit umgegangen ist, aus der Kurve raus, so, weißt du, so leichte Schräglage und dann rauskommen und dann drückst du da so ein bisschen, das juckt den gar nicht. Also der hat so einen Grip gehabt und dann aber auch das ganze Fahrwerk. Da war überhaupt nichts am Schwimmen oder irgendwie so. Die hast du ja weiter auch gar nichts dran verändert, ne? Ja, nun, ich mag ziehe gerne den Vergleich, das hättest du vielleicht mal mit einer
sag ich jetzt mal, Softail älteren Baujahrs machen müssen. Also da wir mit den 18, ab 18 Softails ist natürlich ein geiles Fahrwerk, geiles Motorrad geschaffen worden, sag ich jetzt mal. Könnte ich jetzt sagen, du bist ja Händler, willst verkaufen, aber ich kann das tatsächlich so bestätigen. Also ich war auch ein bisschen überrascht, weil ich hätte tatsächlich damit gerechnet, dass sie so ein bisschen tanzt oder irgendwie so ein bisschen schwingt da hinten. Ja, ob ich das verkaufen will, ist eine andere Nummer. Das ist da ja, ist ja immer so. Also, hält man du kennst mich lang genug. Ja, ich mach solche Sachen, weil ich da Bock drauf habe. Genau, du bist aber ja nicht die anderen da. Ich weiß ja, kann ich ja nochmal so aus dem Nähkästchen, wir beide sagen uns immer die Wahrheit. Das kann auch mal ein Problem sein. Ja, das ist für Monate, Jahre. Aber wir sind uns ja immer ähnlich gegenüber. Das ist so die Nummer, wenn irgendeiner was sagt. Aber so von der Sache her sagen wir uns schon, was wir denken. So, und in dem Fall ist es so, dass man hier nicht um Brei rumreden muss. Das Ding ist geil. Die lässt sich richtig geil fahren. Nun haben wir hier, das ist ein Midland, den du hier drauf hast, ne? Ja. Und Kombi-Gutachten halt mit Jekyll. Mit der Jekyll-Anlage zusammen. Und denn dieser Stage-4-Kit, der da drin ist, dass du auf diese 2,1 Liter Hubraum kommst. Ja. Und dann halt eben noch eine Prise Hauser Sander rein. Und das verrätst du jetzt nicht, ne? Warum auch? Nö, weiß ich auch nicht. Bringt mir ja auch nichts. Das ist da, ich könnte das sagen, aber dann müsste ich dich töten. Nein, wie gesagt, ich habe da Bock drauf. Leute, die mit mir zusammenarbeiten, denen würde ich das auch gerne so, so ein bisschen weitergeben. Ja. Aber manche Sachen will ich, habe ich auch nicht. Nö, ist auch richtig so. Das ist ja dann letztendlich auch das, was du dir erarbeitet hast. Ne? Und was ich ja auch neulich schon mal sagte, deine Kollegen sprechen auch einen großen Ton von dir. Ich war ja neulich auch mal, bin ja hier und da auch mal bei anderen Dealern und so, wenn man darüber spricht. Also du hast da ja auch einen wirklich guten Ruf. Ne? Was da auch den Vertrieb für Dynojet, weil das spielt da ja auch noch eine Rolle mit. Ne? Also ja, das ist das zweite Standbein, was ich habe, wo ich vor jetzt mittlerweile 11 Jahren ja schon, 11 Jahre bin ich damit angefangen. Wo ich dann bei Dynojet vorgesprochen habe und gesagt habe, ihr habt ein Vertriebsproblem bei Harley-Davidson. Ja. Damals war der Robert Flack noch, das ist ein Tscheche, war noch Geschäftsführer. Heute ist er mittlerweile Rentner, ist jetzt in Vegas und spielt jetzt wahrscheinlich die erste Runde Golf. Und der hat das auch schnell erkannt, dass man da bei Harley noch mehr was machen kann, weil Harley ist nicht selbstredend in der Hinsicht. Und somit sind wir da angefangen, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, wo ich mit meinem Fahrbahn, Prüfstand, Infarkt und solche Sachen habe ich vor Ort eingestellt. Mein Kumpel Pat aus Vegas war dabei. Das waren so die Anfangszeiten, wo wir mit PowerVision angefangen sind, Dynojet. Haben dann sukzessive Händler gefunden, die mit uns diesen Weg gehen. Mhm. Wenn man jetzt mal hier Harley-Davidson August Fehn hat da super Standpunkt mit Marco, der da richtig gut Ahnung von hat. Das ist der Zabel in München, der da für uns den Stützpunkthändler macht. Der Ruven in Süddeutschland noch, der da ist. Bruchmühlbach ist das, glaube ich. Dann Kassel natürlich, die da unterwegs sind. Das sind alles so die Vertragshändler, die Dynojet-Produkte haben, auch dementsprechende Prüfstände haben. Ich muss immer schwärmen von dem Prüfstand in August Fehn, da würde ich am liebsten einziehen. Das ist so ein geiler Prüfstand. Da können wir gleich nochmal drauf kommen, weil ich hatte ja neulich mit Klaus gesprochen, also Börjes von August Fehn. Die haben ja auch so ein paar andere Demo-Teile da. Man kann da ja auch was falsch machen beim Tune. Ja, kann man. Also nicht das, was. Also die wissen wohl auch ziemlich gut Bescheid. Ich werde mir das auch nochmal angucken. Der Marco hat Ahnung. Mhm. Der kommt ja aus der Autobranche, kommt er ja. Mhm. Hat sich ziemlich schnell eingearbeitet in die Motorradbranche. Habe ich dir aber letztes Mal auch gesagt, der aus der Autobranche kommt, für die ist das eine Lachpille, was hier, was im Harley-Steuergerät vorgeht. Aber bei Autos geht das schon wesentlich mehr ab. Aber trotzdem, auch da muss man ja Verständnis haben. Ja, man kann sowas ja kopieren, ne? Solche Daten da und sowas. Also das ist ja ein Prom, ne? EPROM oder wie nennt sich das? EPROM muss man sich dann halt eben so vorstellen, das ist eine Map, ist halt eben eine Karte. Ich kenne sowas von der D-Box noch damals, da habe ich das sogar gemacht. Ja, wie gesagt, das EPROM sind halt eben binäre Zahlen sind das. So, und die kannst du schreiben. Überschreiben. Das Auslesen ist nicht das Problem, das zu cracken ist nicht das Problem. Das Problem ist, wo diese Adressen hingehen. Das ist das Problem und das muss man rausfinden. Und das Problem haben wir jetzt, oder nicht das Problem, das ist jetzt gerade, was an Entwicklung stattfindet, jetzt mit den 21er Modellen. Das heißt, wir können von Dynojet jetzt momentan auch noch nicht die 21er Modelle tunen.
Wir erwarten vielleicht 30, 45 Tagen, dass wir die ersten Beta-Versionen haben. Die werden wir dann unseren Händlern zur Verfügung stellen, um dann Testphasen zu machen, um dass wir dann zu Ergebnissen kommen. Also momentan sind die in Montana richtig am Schwitzen. Dort ist das Entwicklungszentrum von Dynojet unter der Führung von Dan. So, und wir stehen da im regen Austausch. Wie gesagt, mit den 21er Euro 5 Modellen hat sich komplett alles geändert. Ach so. Es muss komplette Zugangssoftware muss neu geschrieben werden. Es müssen die komplett neuen Adressen müssen gefunden werden, weil aufgrund mit Euro 5 sich in der Map vieles ändern wird. Also es ist viel zu machen in der Hinsicht, man kann vieles einstellen. Aber wie gesagt, du hast es ja auch schon geschrieben, das müssen Fachleute machen. Das ja. ist da. Naja, ich denke mal auch, dass bei dieser riesen Entwicklungsarbeit seid ihr, werden dann auch sowieso die Ersten, die das dann auch überhaupt anbieten können, oder? Ja, wie gesagt, einige sagen, sie können schon, aber wenn man das dann genau hinterfragt, dann kommt, so richtig noch nicht. Ach so, und, es gibt noch andere da. Ja, es gibt natürlich Mitbewerber, gibt es das. Da wurde schon, habe ich jetzt selber schon gelesen, mehrmals verkündet, dass wir 21er Modelle machen können, Sachen, die dann. Aber beim genauen Hinterfragen ist es dann nicht so. Also wir sagen ganz klar, Dynojet ist noch nicht so weit, wir sind da noch dran. Und semi-fertige Sachen gehen wir nicht raus. Das, ne? Kann sich das heißt, es wird entwickelt, die Importeure und die Händler prüfen und dann wird gesammelt, Brainstorm gemacht, was ist verbesserungswürdig, was müssen wir noch machen. Und dann, wenn es serienreif ist, gehen wir natürlich damit an den Markt. Ich glaube, die machen sich da auch einen Kopf. Also Dynojet, die ersten, also ich weiß gar nicht, wie lange gibt es die eigentlich schon? Also ich sag mal so, ich habe Mitte der 90er irgendwann mal. Fast 40 Jahre gibt es die. Ja, also da habe ich meinen ersten Kontakt mit Dynojet gehabt, da war es aber noch Vergaser. Da habe ich meine Kiste, also das ist ja nicht immer nur Tune, das ist ja auch verbessern. Ich habe damals bei meiner XTZ, die ich mal gefahren habe, die hat so einen Parallel-Twin gehabt. Da habe ich andere Membranen, andere Nadel rein, andere Düsen und habe da rumjongliert. Das Ding lief 20% mehr Leistung und weniger Verbrauch. Richtig. Also, das ist aber wieder der 90er gewesen. Wenn du dann mit den alten Hasen, also da einer der führenden war ja im Rennsport, war der Thomas Häfner oder ist heute auch noch Dynojet Deutschland. Und halt in dieser Robert Fleck, der Tscheche, der hier zu dem Zeitpunkt diese Entwicklung mitgemacht haben. Das ist alles in der Hinterhofgarage passiert, haben sie diese Needle Kits entwickelt, die dann nochmal modifiziert wurden mit, für die CVV-Vergaser war der Hauptluftschieber, war aus Aluminium, bei Dynojet war das dann aus Kunststoff, weil er dann schneller hochging und solche Sachen alles. Das wurde da entwickelt, in dieser Hinterhofgarage. Cool. Wollen wir mal ganz kurz das ein bisschen hinbauen, dass ich auch mal gucken kann, falls da Fragen kommen, dann kann ich mich da mal wieder hinsetzen. Achso, alles klar, jetzt auch, wir haben eigentlich alles drauf, denke ich mal. Gut, dann kann ich hier auch mal nach den Fragen gucken, weil da kommt bestimmt mal irgendwas. Die wollen sicherlich auch Preise wissen und all sowas, das sag ich mal. Ja, ich weiß nicht, ich habe da noch keine Fragen gesehen. Ja, das rennt hier auch so durch, also jetzt muss ich erstmal wieder zurück. Ach so. Moin, Jens Holger, du hast meinen Gedanken mit dem Motor im Tourer aufgegriffen. Ja. Moin, Martin. Das kann ich mir vorstellen. Also, da macht das richtig. Das ist also gerade so, weil das, du hast, was ich ja so cool finde, das geht ja gar nicht um Schnellfahren. Das geht einfach darum, brauchst nur drei Gänge. Den ersten mal, um loszufahren. Den dritten vielleicht mal in der Stadt ein bisschen rumjuckeln, aber den sechsten, den kannst du ab 80 nach oben jagen, ohne Ende. Der geht ja weit über den Tacho raus. Ja. Diese Leistungsentfaltung, durchgängig. Du meinst, ich sollte noch mal einen Tourer machen? Ja. Das wäre das Richtige. Das ist ja auch mein Spielfeld. Bin ich ja alle schon gefahren. Das sind geile Böcke. Aber ich bin ja so ein Typ, ich brauche ja irgendwie auch Taschenkoffer. Ich bin ja viel unterwegs und dann lange und irgendwas. Ja. Und Attacke. So, und Trittbretter fehlen mir dann auch. Ich bin natürlich auch im anderen Alter, sag ich mal. Über 50, da guckst du auf ein Trittbrett, da musst du dich mal entspannen. Das Ding, da kann ich gar nicht ruhig mitfahren. Kannst du schon, aber das reizt mich einfach viel zu doll. Ne? Ja. Auf so einem Tourer, glaube ich, da bin ich ein bisschen behäbiger. Weiß nicht, ob das, vielleicht rede ich mir das jetzt auch nur ein, aber wenn das Ding so mit 131, also das muss schon geil abgehen da auf dem Gut, Ding. Gut, dann mache ich einen Tourer fertig. Machst du einen? Ja, klar, mein Tourer fertig.
Vielleicht baue ich den ja in meinen, dann habe ich da auch ein bisschen was. Kannst du mir noch mal was anderes, die Sache mit der Legalität? Ich sag mal so, wir haben jetzt hier, das ist der, ist er das, Midland? Das ist der Midland-Luftfilter, ja. Das ist jetzt ein Design. Ohne, ja, genau. Das ist jetzt Midland-Kombination mit der Jekyll-Land, das ist ja so abgenommen. Da gibt es ja auch andere Luftfilter noch, ne? Also, oder wie, oder was? Da ja, nur, wie gesagt, wir haben ja letztes Mal, ne? Also Bertel hat ja in Kombination mit Jekyll und Hyde und Kestec sogar und mit Original. Mit Original sind sie alle getüfft. Bertel hat dann halt eben noch die Original-Luftfilter getüfft mit Kess und Jekyll. Aha, beide, ja. Der hat beide, ja, wahlweise welche. Das ist ja wie mit Reifen bei den Auspuffanlagen. Ja, das die Problem halt bei den Original-Luftfiltern ist ja, dass, da machst du ein Gutachten, was richtig viel Arbeit und richtig viel Geld kostet. Das heißt, der Bertel ist immer richtig am Schwitzen, da am Ball zu bleiben. Aber dann kommen da solche Sachen wie, ja, der Luftfilter wird eingestellt. Von Harley wird er eingestellt. Okay. Ne? Oder jetzt mit Corona nicht lieferbar. Dann bist du natürlich ein bisschen blöde. Das ist natürlich für Bertel dann scheiße. Da haben wir ihn dann unterstützt, weiß ich wie, hat er noch schon gefragt, hier, wer hat Luftfilter und solche Sachen, alles, das hat er, konnte er eigentlich gut überbrücken jetzt. Und soviel ich weiß, gibt es da jetzt auch keine Probleme mehr. Aber wie gesagt, wer einen Original-Luftfilter haben möchte, mit Gutachten, in Kombi-Gutachten mit Kess oder Jekyll, der ist Bertel die erste Adresse in Bamberg. Und was natürlich auch über die Händler zu bestellen. Was heißt, ja. Es ist nichts teurer, wenn man jetzt bei Bertel den Luftfilter bestellt oder halt eben, wenn die hier nach Lübeck kommen und sagen, du, ich möchte den Luftfilter haben, mit Gutachten bitte, dann bestellen wir den natürlich auch bei Bertel und dann ist er nichts teurer. Für und ihr baut das dann aber auch ein. Ja, klar, das habe ich neulich auch bei Börjes in Harley-Davidson Bremen gesehen in der Werkstatt. Die hatten da auch so ein Regal von den Leuten, da waren der Karton von Rick. Da war ein Karton von Sanderbike, da war ein Karton von was weiß ich, W&W, Übergang. Die bauen ja auch alles Mögliche zusammen. Das klar. Ist ja bei dir, wahrscheinlich hast du auch irgendwo da ein Regal. Ja, sicherlich. Also wir arbeiten natürlich mit unseren Händlern, auch mit unseren Händlerkollegen natürlich auch zusammen. Mhm. Und wenn ich Sanderbike und Rix-Teile bestelle, dann weiß ich, das läuft ohne Reibung. Es ist ja nicht nur mit der getan, dass man es verkauft und einbaut. Nee. Es kann auch was kaputt gehen. Ich glaube noch was anderes, ich sag mal so, wie ich kenne ja nun Rix an der Werkstatt, wie da die Sachen gebaut werden, produziert werden, die Teile, der Junge ist natürlich aber bei Sanderbike genauso. Also wenn du die Produktionsstätten von beiden siehst, ja. Das ist schon oberstes Regal, was die Jungs da machen. Das ist ja nicht so, hier stehen mal Maschinen und wir machen mal was. Es sind auch ja Köpfe, die sich das alles ausdenken müssen. So, und da sind Andreas und Ricky natürlich auch immer Gewehr bei Fuß, um da sich da Sachen auszudenken, um halt eben wieder neue Sachen zu bringen, was die Kunden interessiert. Aber diese Produktionsstätte ist, na, erstmal die Maschinen sind teuer, dann die Leute, die Maschine ist nichts, weil sie muss auch bedient werden, diese Leute musst du haben. Dieses CAD-Programm halt eben diese Sachen zu entwickeln, um diese Zeichensprache in eine Maschinensprache zu wandeln, da muss es auch Leute geben, die das machen. Das sind schon richtige Tüftler dort. Ja, was ich jetzt aber vielleicht noch sagen wollte, ist, es sind ja elementar wichtige Bauteile dann auch, die da verbaut werden und du kannst ja nicht reingucken. Nein. Ne, in die Qualität von dem Alu, was die da verarbeiten. Die bauen ja aus ganzen Alustücken, aus Blöcken bauen die da ja irgendwas richtig raus, ob das Felgen sind oder wie auch immer. Das ist ja schon cool. Da muss man eben halt schon drauf achten. Ne? So, und da hast du natürlich Made in Germany. Das sind ja dann auch für dich immer Leute, wenn du sagst, ey, da ist irgendwas nicht in Ordnung, dann rufst du da einmal an und dann läuft das. Ne? Aber wichtig ist ja eben, kann von euch einer was hören? Ich will mal hoffen, ja. Ne? Doch. So, hat er noch eine, bevor wir hier irgendwo sonst uns verlaufen, gibt es da noch irgendwelche Fragen zu irgendwas hier? Also, wie gesagt, die Legalität, Auspuff, Luftfilter, das ist nicht die Problematik. Nein, es ist natürlich, dass man kann es TÜV'en. Wir haben auch darüber nachgedacht. Bloß irgendwo muss ja mal ein Strich darunter kommen. Mhm. So, das heißt, umso mit Euro 5 und Euro 4 ist das richtig schwierig geworden. Und allein so einen Motor zu prüfen, bist du allein an den Prüfstationen, wenn alles glatt läuft, locker 30.000, 35.000 Euro los. So, und das musst du dann in Kombination machen. Das ist einmal Tourer, einmal Softail. Das heißt, es ist alles doppelt. So, und dann muss man das vereinfachen. Das bedeutet,
Ich muss so viele Komponenten nehmen, die nicht tauschbar sind. Mhm. Würde ich den jetzt mit einem Midland-Luftfilter prüfen, dann müsste ich den mit einem Bertel-Luftfilter nochmal prüfen. Die gleiche Prozedur. Kostet nochmal wieder Geld. Rick hat auch so einen Luftfilter. Oder? Rick, genauso. Ja, egal, was er jetzt für ein Luftfilter dran ist, es muss wieder geprüft werden. So, das bedeutet auch, Jekyll würde einen Auspuff konzipieren für diesen Motor. Das bedeutet aber, weil wir bei den verschiedenen Softails haben wir verschiedene Krümmeranlagen. Das heißt, wir müssten jedes Softail prüfen mit den Krümmeranlagen. Also müssen wir das wieder minimieren. Das heißt, bedeutet, wir müssen dann für die Softail-Baureihe, hätten wir das dann so vorgehabt oder wir haben das dann so vor, wir machen es mit einer Krümmeranlage, jetzt halt die von Jekyll & Hyde und eine Auspuffanlage von Jekyll & Hyde, ein Luftfilter. So, und dann haben wir dieses Paket geschnürt. Es sieht natürlich, vom Preislichen würde es dann halt so, Krümmer, Auspuff, Motor, so, dann einbauen, Gutachten, so, und dann bist du schnell bei 12.000, 13.000 Euro für dieses Paket. Da ist der Luftfilter mit drin. Wie gesagt, das müssen ja auch Leute bereit sein zu bezahlen. Aber das wäre machbar? Machbar ist das, klar ist das machbar. Jetzt sage ich dir mal was. Viele finden bei den Preisen, nachher irgendwann finanzieren die Leute ja auch. Aber du behältst ja auch den Wert. Du hast dann ein legales Bike mit diesem Power-Motor da drin, den, wenn du jetzt bei deinem Netz mal nach so einem Ding suchst, legal, da bist du ja immer nur einer von 100. Also da gibt es ja nicht viele von. Das Ding kriegst du auch immer wieder gut verkauft. Ja, sicher. Aber trotzdem ist es natürlich auch Geld. Mhm. Und das ist ein Invest. Und dieses Invest wollen wir natürlich auch irgendwie wieder raus haben. Klar macht das alles Spaß. Und ja, man hat ein Alleinstellungsmerkmal. Wie gesagt, das Thema ist noch nicht ganz begraben. Nee. Wir sind da mit Klaus aus Bremen und August Fehn. Mhm. Wir waren da, haben da die Köpfe zusammengesteckt und wir sind auch noch nicht ganz durch. Wahrscheinlich werden wir nächste Woche auch nochmal wieder telefonieren. Wenn das Interesse daran zu besteht, dieses TÜV-fertig anbieten zu können, zu einem akzeptablen Preis, wir müssen halt eben die kalkulatorisch müssen wir dann nochmal. Ja, aber wenn ihr das Ding unter 15, glaube ich schon, dass da jemand Bock drauf hat. Du hast ja dann auch den großen Stage-Kit da drin, du hast Power Vision, du hast einen anderen Luftfilter, du hast einen Auspuff. Auspuff kostet doch schon 3.000, 4.000 Euro. Ja, mit Krümmeranlage bist du bei 4.3, bist du da. Ich weiß nicht, das ist doch alles nicht mehr weit weg. Also ich glaube schon, dass du dich da... Können wir ja einmal mal, ob das irgendwie jemanden interessiert, sowas. Also mit Power Vision, danke, ja. Was kostet so ein Stage 4 Einbau? Da haben wir ja schon die Fragen. Also... Ja, nur der Kit. Es gibt ja auch verschiedene Stages. Es gibt ja eins und was weiß ich, was gibt es noch? Ja, eins bis vier. Also eins ist dann mit Luftfilter, was ich. Wie gesagt, ich bin ja kein Teilebauer. Ich bin ein Stage-Kit-Bauer, bin ich ja nicht. Das werden da die Komponenten eingebaut, die gut sind und die Spaß machen. Und das ist für mich kein Kit. Ich würde kein Kit so hier, Jens, bau mir dieses Kit ein, dann sage ich, nö, geh woanders hin. Weil das nicht meine Charakteristik des Fahrens ist. Das muss schon ein bisschen was anders funktionieren. Ich liebe das, was du beschrieben hast, Dampf auf dem Keller raus und es hört nicht auf. Also du willst dem ganzen Programm auch deine Note geben, das heißt nicht nur einfach da ein Stage-Kit drauf, weil das muss ja auch alles justiert werden. Ja. So verstehe ich das jetzt. Richtig. Aber weil wenn du dann so fahren willst wie mit dem Ding da, dann macht das, also das macht Spaß, muss ich schon sagen. Würde deine Argumentation allerdings auch bestätigen, sag ich mal so. Ich bin jetzt kein Stage 4 Kit ohne deine Zugabe, sag ich mal so, gefahren. Daher ist das natürlich ein bisschen schwierig dann zu beurteilen, aber ich kann mir das schon vorstellen, dass du da tatsächlich auch recht hast, weil das fährt sich einfach perfekt. Ich möchte das jetzt nicht anders fahren wollen. Ne? Wie gesagt, es gibt ja halt eben, was ich da schon mal irgendwas versucht habe, es fängt bei den Nocken an, die ja nur lang und schmutzig gibt. Mhm. Es gibt Nocken, die nach oben hin Leistung bringen, die aber untenrum im Keller das Drehmoment kaputt machen. So, und das sind halt eben so Sachen, ich liebe es, mit, ja, ich sag jetzt mal so 60, 65 durch die Stadt zu fahren im sechsten Gang. Und das darf da nicht ruckeln. Das werde ich wahnsinnig, wenn das dann ruckelt. Ja, das mag ich auch nicht. Wenn ich hier auf den Shaker drauf sitze, da habe ich keinen Bock drauf. So, und wenn ich dann das Ortsausfahrtsschild dann sehe und dann habe ich auch keinen Bock mehr zu schalten, dann muss ich Gas geben und dann muss das nach vorne gehen. Mhm. Was du ja auch beschrieben hast. 1, 3 und 6, mehr Gänge braucht man nicht. Nee. Und dann, so liebe ich das. Alles andere würde ich so nicht fahren wollen. Letztendlich, was da an Top-Peak bei rauskommt, ist eigentlich für mich nicht so wichtig. Hier ist jetzt per Zufall 133 PS rausgekommen.
Das ist schön, aber für mich ist eigentlich wesentlich die Drehmomentkurve. In dem Bericht, den du geschrieben hast, kannst du die Drehmomentkurve ja... In dem Bericht sind übrigens auch die Datenblätter von der Lowrider S zu sehen. Richtig. Und, wie gesagt, und die Drehmomentkurve, die ist nicht gemalt. Die ist tatsächlich erfahren. Gewisse bewandte Leute, die das mathematisch errechnen können, da gibt es eine Formel. Und dass dann die Leistungskurve auch zu dieser Drehmomentkurve gehört, ist errechenbar. Mhm. Das steht so, kann man in einem Formelbuch nachlesen. Da gab es auch schon einige... gewiefte Kerle, die haben aus zwei Motorrädern ein Datenblatt gemacht. Ach so. Das gab es auch schon. Aber wie gesagt, wer mathematisch ein bisschen bewandert ist, kann das ausrechnen und wird sich dann eingrenzen. Naja, gut, auf die Idee sollst du auch erstmal kommen und das berechnen. Die meisten sind ja doch eher Laien, sag ich mal. So, man hat sich vielleicht damit schon beschäftigt, was man da machen will, aber ob man das selber dann so, sag ich mal, auch dann so beurteilen kann. Am Ende will der Kunde natürlich einen Bock haben. Aber wie gesagt, ich habe das von dem Klaus schon gehört, dass sie da in der Werkstatt da irgendwelche Demo-Teile haben. Von Kunden, die da mit anderen Motoren angekommen sind. Das muss ich mir dann auch nochmal angucken. Also man muss sich, also man kann das Problem ist ja, gerade wenn jetzt beim Mapping was nicht richtig gemacht worden ist, dass im extremsten Fall läuft die Hütte nicht mehr. Aber wenn man so ein Ding auf langfristig dann guckt, da muss man nämlich gucken, wenn da was nicht richtig ist, dann ist der Verschleiß höher. Und das wäre meine nächste Frage gewesen, wie ist das denn mit der Haltbarkeit dieser Motoren dann, wenn man sie so fährt? Ja, was heißt, also bei mir ist noch kein Motor kaputt gegangen. Nee. Ne, also da, wenn dann war es mit einkalkuliert, ne, wenn man so die Twin-Kern-Zeiten und sagt, wenn das mal passt und, und also schon komisch. Da, wo ich aber dieses Gefühl schon gehabt, da ist es dann auch passiert. Mhm. Ne, dann ist es da, aber das sind dann halt die Testmotorräder, die ich dann hier habe und wenn sie bei mir auseinanderfliegen, ist das okay. Und dann weiß ich, aha, so mache ich es nächstes Mal nicht mehr. Das ist halt eben so, da hätte man vielleicht Bäcker werden können, wenn man dann Scheiße gebaut hat, dann kann man das aufessen. Ne, dann könnte man das aufessen. Bei der Mechanik ist es nicht so, wenn da was schief geht, dann kostet es gleich. Du weißt schon, dass ich so Konditorarie in meinem Leben noch habe. Ne? Also, was soll das jetzt hier? Also, ja, du hast also da die Grenzen ausgelotet bei so einem. Ja. Das machst du dann auch mal, ja? Ja, also wie gesagt, mir ist nicht wichtig, was ich da richtig an Leistung raushole. Das ist mir jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist für mich Drehmoment und schaltfaules Fahren. Das ist das, was mir Spaß macht. Ja. Also jetzt muss ich mal gucken hier. Also ich habe jetzt leider diese YouTube-Nummer nicht drauf hier. Wir sind ja auf beiden Dingern drauf. Da kann ich jetzt diese Kommentare nicht sehen hier. Irgendwas ist immer. Jens. Fällt dir jetzt noch, hattest du jetzt selber noch was ich jetzt vielleicht mal nicht gefragt habe? Oder fällt dir selber jetzt noch was Bestimmtes ein? Bestimmtes einfällt mir jetzt nicht. Also, wie sage ich, ich liebe das ja immer, das Fragen-Antwort-Spiel. Beantworten, bevor ich irgendwelchen Mist erzähle oder was. Aber wie gesagt, das Thema Mapping ist natürlich sehr technisch. Man kann hier jetzt richtig loslegen oder auch nicht. Aufgrund, weil, weiß ich, wie der eine versteht es und der andere versteht es nicht. Der technisch bewandert ist, wie gesagt, ich gebe auch ja, ich sage jetzt mal hier gerne Audienz hier in Lübeck, der soll hier nach Lübeck kommen. Dann, wenn ich sein Motorrad dann einstelle, will ich ihm dann auch gerne erklären, was Sache ist, was ich da mache und was gut ist und was nicht gut ist. Und das will ich hier gerne vor Ort machen. Den einen oder anderen, die rufen auch dann auch hier gerne an und sagen, ich habe da Probleme oder was ich wie, mein Gerät ist kaputt oder was ich wie. Auch da sind wir natürlich hilfreich dabei. Also wenn da Fragen sind, wenn da Probleme mit dem Power Vision sind, helfe ich da auch gerne. Zu Preisen, der Power Vision ist meist im Paket. Hier im Paket kostet er 950 Euro, inklusive Einstellung auf dem Prüfstand und meinem Support und meiner charmanten Erklärung. Mhm. Ne, also das ist hier 950. Bei anderen, wie gesagt, es kostet halt ein bisschen mehr oder weniger. Das ist halt mit deren Arbeitslohn hängt das zusammen. Mhm. Region und so. Region, da hängt das mit zusammen. Also dass jetzt generell das kostet es nicht. Also was man klar sagen kann, der Power Vision kostet 538 im VK, inklusive Steuern.
Das ist der offizielle VK-Preis. Im Paket, wie gesagt, kostet bei uns 950, kann man rechnen, wie man möchte. Das sind die Lizenz dann? Oder im Grunde gibt es ja wahlweise, habe ich ja gesagt. Also es gibt ja einmal die Lizenzart. Die Lizenz liegt bei 200 Euro brutto. Ist im ersten Moment günstiger, ja. Aber langfristig gesehen kann sowas auch in die Hose gehen, weil auch ein Steuergerät will auch kaputt gehen und solche Sachen. Und da ist Dynojet eigentlich sehr kulant, aber allerdings nur, wenn die Geräte verwendet worden sind. Dann wird das Gerät wird dann freigeschaltet. Der Händler, wo es gekauft worden ist, der muss ein Datenblatt ausfüllen, was ist ein Problem gewesen. Also einen sogenannten Kulanzantrag, weil Dynojet kann ja nichts dafür, dass das Steuergerät kaputt ist. Und somit wird ein Kulanzantrag gestellt, den ich dann versuche in den USA durchzuboxen. Und dann eigentlich wird zu 99,9% wird das Ding dann wieder freigeschaltet, sodass man, wenn der Händler ein neues Steuergerät verbaut hat, den PowerVision dann wiederverwenden kann, dass man das nicht weggeschmissen hat. So, das ist eigentlich das Wichtige dazu sagen. Ich habe jetzt hier noch Benji. Schöne Grüße, Benji. Hallo. Der im Süden und in Stuttgart irgendwo. Der fährt eine, der ist Streetbob-Fan. Und der fährt auch eine schöne Streetbob und eine schöne umgebaute. Der wird sich eine Screaming Eagle mit dem Heavy Breezer verbauen und dann natürlich das passende Mapping auf dem Prüfstand. Ich meine, das gehört wohl auch dazu, das Mapping, also das mit dem Prüfstand, ne? Wie gesagt, ein Mapping ist schwer zu verkaufen. Mhm. Also ich kann besser einen Auspuff verkaufen, den kann man anfassen, den kann man anhören, den kann man in der Hand halten. Da sieht man immer, ich sage jetzt mal, da hat er den Wert in der Hand. Beim Mapping ist es halt so, den Wert erkennst du, wenn du es gemacht hast und auf dein Motorrad fährst. Dann weißt du, wie dein Motorrad fährt. Es ist, ne, wie gesagt, ja, mein Motorrad läuft gut. Ja, aber zwischen gut laufen und gut laufen gibt es Unterschiede. Das ist also, aber das kann ich einem schwierig erklären. Okay. Das ist, das muss man, da muss man Vertrauen haben. Ja, da machen wir was. Wenn ich, es kommen ja auch Menschen, die haben schon irgendwie, haben schon Mapping drauf, sag ich jetzt mal, von irgendwie jemand gemacht, dann sage ich, ja, ne, ob ich da jetzt noch signifikante Verbesserungen machen kann, dann sage ich auch, nee, glaub nicht. Und wenn, wie gesagt, es sind ja nicht alle, wie gesagt, ich bin ja nicht das Maß der Dinge, es gibt ja auch andere Leute, die das gut können. Ne? Und die gibt es in Deutschland, wie gesagt, ich kenne da ein paar, die das können. So, und wenn ich da sehe da keine Verbesserungen oder was ich wie, dann braucht man da auch kein Geld mehr investieren. Aber jetzt erklär du mir doch mal, woran erkenne ich denn jetzt einen guten Mapper? Also, wenn ich jetzt da irgendwo im Süden wohne, wie finde ich das jetzt raus? Wenn ich jetzt so also, ich kann ja nur von uns reden. Das heißt, wo Dynojet draufsteht, ist auch Dynojet drin. Okay, Dynojet wäre schon mal die erste Adresse. So, und Dynojet ist halt eben vom Prüfstand und von den Werkzeugen her, sprich, wie Sie haben früher mit Power Commander, dann haben wir den PV1 und PV2 für Harley-Davidson, den PV3 für japanische Modelle in Indien und solche Sachen, haben wir den PV3. Der diese Werkzeuge hat, wird auch geschult. Ach so. Ne, also wer sich, unser Prüfzeichen ist Official Tuning Center. Mhm. Das bedeutet, wer bei mir jetzt auf dynojet-powervision.de, das ist unsere Seite, dort kann man Händler werden, kann man anfragen. Tuning Center kann man nur werden, wer einen Dynojet-Prüfstand hat und die dementsprechende Schulung, die im PowerVision-Bereich bis zu 2-3 Tage dauern kann, je nachdem, wie fit der Mechaniker ist. Diese Schulungen finden hier für diese Mechaniker, die das durchführen, hier vor Ort hier in Lübeck statt. In besonderen Fällen, wenn ich jetzt sage, jetzt, ich möchte meinen alten Kumpel Zabel jetzt mal wieder besuchen oder weiß ich wie, und er sagt, so hier, Jens, komm mal vorbei, dann fliege ich auch dorthin im Winter oder was ich will. Das ist da jetzt das dann, ja, ja, dann waren wir dann halt eben. Also hier und da bist du dann ja auch mal da bei den Kollegen zum. Ja, wie gesagt, ja da wo es vonnöten ist oder was ich wie, ein Grundkurs wird immer gemacht, um dass sie dann halt eben auch auf unserer Seite, die ja auch dort gelistet sind, die Tuning Center und die Dealer. Mhm. Die Dealer ist halt eben, der PowerVision Dealer ist ein Händler, der unser Produkt PowerVision jetzt hier PV1 und PV2 verkaufen kann und darf dann auch, weil da ist es auch zwingend erforderlich, weil die Kunden rufen ja auch an mit irgendwelchen Problemen und die muss er auch beantworten können, der Händler. So, und das ist ja wichtig.
Auf jeden Fall. Na, also das ist ja der Service, der hinten dran hängt. Also wenn mal was ist oder so. Ja, okay, im Grunde genommen verstellt sich da ja nichts eigentlich. Nein, also, aber es wird auch suggeriert, dass das alles so einfach ist. Mhm. Ja, wenn man eine passende Map hat, dann ist das alles sehr einfach in der Hinsicht. Ne? Aber auch trotzdem muss es dann ja abgedatet werden, es muss draufgespielt werden und. Wenn man fertige Maps hat, dann ist das, die wir auch ja vorbereitet haben, die unsere Dealer und Händler, Händler und Tuning Center auch haben. Die haben ja die passenden Maps, die Prüfstände haben so oder so, die schreiben sie selber. Mhm. Hier in Lübeck wird alles, keine fertigen Maps benutzt. Hier kommt jedes Motorrad auf den Prüfstand und dann wird gemessen. Nur weil wer misst, der bleibt. Und dann kann ich auch sagen, da läuft sie so und so. Und das ist das Wichtige, dass geprüft wird. Ich bin kein Fan von irgendwie draufspielen und es wird schon passen. Das mache ich nicht. Das ist wie gesagt, ich mit dem Essen, das muss mit dem Salz und Pfeffer muss das passen und das muss abgeschmeckt werden. Ja gut, so dran hätte ich dann auch kein gutes Gefühl. Also sag ich mal so, weil der Eingriff in so eine Motorelektronik da, das ist ja dann auch nicht ohne, ne, wenn das irgendwie nicht richtig abgestimmt ja, ist. Ja, wo wir natürlich, und das ärgert mich halt eben auch so ein bisschen, wo dann gesagt wird, ja, so teuer. Mhm. Warum ist das so teuer? Ja, was ist dann die Bemessungsgrundlage, was so teuer ist? Mhm. Ne, man muss jetzt hier sehen, ich mache Prüfstandsarbeiten jetzt seit 15 Jahren, sage ich jetzt mal. Diese 15 Jahre habe ich mir angeeignet. Das war nicht nur hier von 8 bis 17 Uhr hier arbeiten, sondern da war auch Arbeiten nach Feierabenden. Abend waren da Sachen dabei, die ich mir aneignen musste, lernen musste. Ich lerne heute noch immer dazu. Dann das Equipment muss natürlich auch. Ein fertiger Prüfstand bist du schnell mal 50.000 Euro netto los. Es ist nicht mit dem Prüfstand nicht getan. Es muss ja noch ein Raum, es muss ja, so wie gesagt, bei viele dir Sachen. Ja. Ne, und dass man da auch arbeiten mag. Das kostet natürlich Geld, auch das muss ja mitbezahlt werden. Aber eigentlich ist das Know-how. Das ist das Wichtigste. So, und dann höre ich immer, dass das so ein bisschen abgewertet wird. Hast mal eine Map. Gratis oder weiß ich wie. Ne, und das sind so alles Sachen. Das ist ja ein Rezept im Grunde genommen. Das ist doch wie beim Bäcker ja. Das Rezept. Ja, wie gesagt. Das ist, ist halt eben nur, ja. Dass das ärgert mich halt eben, dass das alles so suggeriert wird, dass das alles so einfach ist und so abwertend. Mhm. Mapping ist das Wichtigste in einem Motor. Ohne den funktioniert er nicht richtig. Teuer wird es ja auch erst, wenn dir da einer Scheiße rausspielt und dir das Ding um die Ohren fliegt. Wie gesagt, und wenn dann sowas passiert während der Garantie und dann nach Garantie geschrieben wird, ist das wird natürlich auch geprüft. Was ist da drauf? Ne? Wie ist es gemacht? Aber wie gesagt, es ist da, in der Regel sind ja gute Leute unterwegs. Was ist denn, wenn ich jetzt aber jetzt das so alles so eingespielt habe da mit Power Vision und wie auch immer und fahre das Ding jetzt in die Werkstatt zum Service irgendwie, kann das auch sein, dass es da mal ein Update gibt für die normale Software, die da eigentlich drauf sein soll? Nein, also wir vermerken ja in unseren Wavi, vermerken wir Power Vision Insight, das heißt Tuning ist drauf, somit braucht kein Update auf Steuergerät gemacht werden. Ja. Wenn es tatsächlich passiert, weiß ich wie, ihr seid unterwegs und ihr sagt jetzt, ihr wollt jetzt Inspektion haben. Kann ja passieren. Ne? Ihr seid in Österreich, habt jetzt voll und geht dann zum Händler. Vergesst das zu sagen, nicht ans Steuergerät rangeln und die bügeln das da drüber. Das geht natürlich, weil der Power Vision nicht sichtbar ist, auch für den Mechaniker nicht, der dann das Update mit dem Diktec draufspielt. Aber wenn man das Gerät hat, kann man es ja selber auch wieder draufspielen. Also das ist wie ein kleines Navi hier. Habe ich hier jetzt gerade hier, das ist der Power Vision. Sieht aus wie ein kleines Navi. Nein, es ist keine Navi-Funktion verbaut. Auch das kriege ich immer wieder zu. Die Frage kriege ich, es ist kein Navi. Das ist im Prinzip der Schlüssel, um auf Steuergerät drauf zu kriegen. Wir können hier noch ein paar andere Sachen mitmachen. Fehlercodes mit Löschen, Auslesen. Alles, was mit Fuel Management zu tun hat, kann hier angezeigt werden. Und auch, weiß ich, bis zu gewissen Grade auch geändert werden. Wie gesagt, das ist der Schlüssel. Geändert wird es in der WinPV-Software, die auf einem Desktop oder Laptop gemacht wird. Nicht Apple-tauglich, das heißt, ist nur für Windows, die Software, nur Windows. Im Moment, wie gesagt. Aber wie gesagt, ist nicht Apple-tauglich. Und da wird halt eben die verschiedenen Parameter geändert. So, und das, was die Leute sehen, was man darunter lädt, das ist die Bedienersoftware. Dann habe ich noch einen Kalibrator-Mode. Den habe ich nur.
beziehungsweise die Händler haben den. Und dann sieht man das Doppelte, was sich noch im Hintergrund abspielt. Mhm. So, und das können wir natürlich auch ändern. Das wird ein normaler Mensch nicht sehen, weil der wird einige Mechaniker sagen, so, alter Schwede, was da sich alles abgeht. Aber ein guter Mechaniker, der sich mit Fuel Management auskennt, der weiß, was er da dran drehen muss und was Verbesserungen gibt, sodass du ein Grinsen im Gesicht hast. Gut, sehr viel Technik. Was gibt es denn sonst? Gibt es irgendwie so ein Tuning-Light, sag ich mal, ohne jetzt, wenn man jetzt nicht das volle Programm haben möchte, jetzt nicht mit dem Stage-Kit, sondern ganz normal nur so ein bisschen Mapping haben will, also diese normale Abstimmung? Ja, ja klar, sicher. Mhm. Also Mapping macht immer Sinn. Allein schon mit den Sachen, die in dem Steuergerät verbaut wurden. Ich sage jetzt nicht, einmal das Thema ist Drive-by-Wire. Das kann man halt eben sagen, wenn man hier Vollgas gibt, ist unten noch längst kein Vollgas. So, weil da sind Zahlen drin, ist progressiv gesteuert und somit allein da, wenn man da in diese Tabellen reingehen, beim Power Vision sind bis zu 3 Tabellen, die wir ändern können, also 2 Tabellen und dann haben wir noch eine Tabelle, wo wir das gangabmäßig auch noch ändern können. Das heißt, ist erstmal übertrieben, im ersten, zweiten Gang ist das smooth, ne? So, und dann beim dritten Gang stelle ich das auf direkt an und dann geht das Feuer nach vorne hin. So, ja. Das kann man da drin ändern. Kaltstartverhalten, Warmlaufverhalten, Leerlaufdrehzahlen natürlich auch. Dann fragen, ja, wir möchten richtig tief mit den Leerlaufdrehzahlen. Ja, ne, wir können bis zu 800 Umdrehungen runter. Ich mache es aber nicht, ich lasse es bei 900 Umdrehungen. Hat einen ganz einfachen Grund. Hier ist auch nicht, was auch am Märchen sind, dass umso niedriger ich mit den Drehzahlen, haben wir Probleme mit Öldruck. Das ist ein Ammenmärchen. Wenn du bei 500 Umdrehungen oben den Ventildeckel oben abdrehst, dann spritzt sich das Öl noch immer bis zur Decke. Also das ist ein Ammenmärchen. Hier geht es, und das ist halt eben eine konstante Bordelektronikspannung. Das ist das Wichtigste. Mhm. So, und umso niedriger ich mit den Leerlaufdrehzahlen komme, bei den älteren Modellen, jetzt beim Milwaukee 8 ist es jetzt nicht so gut, weil die eine ziemlich große Lichtmaschine drin haben. Die haben eine richtig Power dahinter. Verstärkt, glaube ich, auch irgendwie. Ja, aber die älteren Modelle, da ist halt eben, da sackt die Bordspannung da mal ab und ruckzuck hast du da Fehlerkurs. Mhm. So, und dann ist es halt eben so, ab Euro 4 ist es auch noch so, dass Euro 4, wenn ein Fehler, ein Hüsterchen im Motor drin war, da braucht noch gar nicht mal schwerwiegend sein. Das kann schon passieren, wenn beim Starten die Bordspannung zu doll sinkt, schmeißt er dir einen Fehler und der ist permanent drin. Das nervt dich, das nervt uns, weil die Europäische Union möchte das, weil es könnte ja ein Fehler sein, der die Luft verpestet. Sag ich jetzt mal, es funktioniert irgendwas nicht richtig. Der Fahrer ist, wenn er es nicht selber beheben kann, muss zur Werkstatt. Wir müssen das auslesen, wir müssen es löschen. Solche Sachen alles so. Und das möchte ich alles nicht haben. Ich lasse das bei 900 Umdrehungen. Davon abgesehen noch, ob der jetzt 800 Umdrehungen dreht oder 900 Umdrehungen, das behaupte ich jetzt mal, das hörst du nicht. Also ich höre es ganz schwierig. Ja, gut, das ist ja vielleicht auch ein anderer Wert. Ich sehe gerade hier Harley Gesse, die alte Mimi-Mütze, schöne Grüße nochmal in den Süden runter. Das ist auch so ein verrückter Kandidat. Also der ist immer da vorne mit bei. Also wenn es da um Tuning geht oder so. Ich sag mal, ich habe mir da sonst nie so die Gedanken gemacht, aber nachdem ich sowas mal gefahren bin, sieht man das schon mit einem anderen Auge, ne? Also wir sind damals auch in den Pyrenäen zusammen unten rumgeballert da und wenn der da Gas gibt, ich meine, ne? Und der hat jetzt noch nicht mal den Großen da drin gehabt, ne? Also ich sage jetzt mal, auch nehmen wir mal einen 120 R Twin Cam gegen einen Milwaukee 8, das sind Welten. Der Milwaukee 8, das ist so ein geiler Motor. Ja. Also ist einfach geil. Er fährt geil, die Kupplung ist geil, das Getriebe funktioniert, der Motor funktioniert. Wie gesagt. Ja, ich habe da auch noch keine Ärger mit gehabt. Ich sage ja, ich hatte ja. Ja, wir müssen hier auch nur sagen, wir haben hier fast 200 Newtonmeter an der Originalkupplung. Und die hält. Ne, die ist ja bis 230 Newtonmeter ist hier ausgelegt. Wo ich ja schon beim letzten Mal auch gesagt habe, wenn man jetzt mal 120R hat. Und da Richtung 130, 135 PS gegangen ist mit dem 120er, dann hat man Probleme gehabt, das auf die Straße zu kriegen, weil die Kupplung das nicht mitmacht. So, dann musste man da halt eben sich richtig lang machen, dass man da, dass das Ding nicht dauernd durchrutscht. Mhm. Bedeutet natürlich, man hat hier dran gezogen mit der Schraubzwinge. Ne, da haben einige Leute haben da Sehnscheidenentzündung bekommen, weil die Kupplung halt so schwer ging. Ne? Ja, ich kenne ja jemanden von dieser Entwicklung da, Harley, die haben das Ding ja aufgeladen mit 270 PS.
Aber auch Originalgetriebe, Kupplung weiß ich jetzt nicht, was da drin ist. Aber wir haben noch ein paar Möglichkeiten, das zu machen mit anderen Federn. Aber das ist jetzt nicht so brutal, dass man sagt, kann so hier Tränen in den Augen und ich muss da jetzt richtig dran ziehen. Ne? Also hier geht das hier alles noch mit einem Finger. Ne? Und nicht, weil ich dicke Arme habe oder was ich weiß. Das geht. Ja, und sonst kann man ja diese Power-Klatsch da reinbauen von Müller oder was. Kann man auch mal. Gibt es ja noch verschiedene Hersteller. Die von Müller, das ist auch unsere erste Wahl, die wir dann montieren. Natürlich auch bei den älteren Modellen, aber was ich will. Das ist schon Hydro-Klatsch, Power-Klatsch. Power-Klatsch. Also da ist der Müller ja ganz weit vorne. Du sagst auch, also das, so wie jetzt hier habe ich ja, bei mir war speziell aufgefallen, das Verhalten vom Fahrwerk, dass da Leistungsreserven ohne Ende noch sind. Also das ist bei den Touren, glaube ich, dann. Das sehen wir dann ja. Wenn wir mal einen aufgeblasen haben, dann müssen wir ja mal gucken, wie das Ding dann fährt. Das ist ja dann schon eine andere Nummer, weil die wiegen ja auch mal schnell 200 Kilometer oder 100. Ne? Ja, was ja da natürlich auch noch wesentlich Sinn macht. Ne? Wenn man jetzt halt im Tourer hat und dann mit Gepäck unterwegs ist. Ich sehe ja immer, wenn du dann unterwegs bist, ist es ja. Ja, genau. Ja. Hast das halbe Badezimmer hast dabei. Und dann ist natürlich mal schnell 500, 550 Kilo fährt er mit. Und dann natürlich einen leistungsstarken Motor zu haben, ist natürlich dann von Vorteil. Ne? Wenn du dann auch gerade mal Richtung Großglockner fährst und die Serpentinen da hoch und dann die Kehrwenden da fährst. Ich meine, das ging mit dem 114er, das ging schon alles. Aber das Problem ist immer, wenn du mal was Heißes gefahren bist. Ja, wie gesagt, zurück ist ja immer schwieriger. Ja. Also ne? Ich habe das vorher auch nicht vermisst, wie so manche Feature so generell so bei den neuen Böcken auch. Ne? Aber ja gut, das ist jetzt, das würde mich schon mal interessieren, wie da so ein Triebwerk dann in dem Großen so sich... Wir arbeiten dran, Volker. Ja, ja gut, ich gucke noch mal, es gucken immer viele zu, aber so viele Fragen haben wir hier jetzt gar nicht hier. Völlig unerwartet, dass da keiner fragt. Also letztes Mal haben viel mehr gefragt, wahrscheinlich haben wir auch alles beantwortet. Also wir haben ja eigentlich auch alles gesagt, Preise haben wir gesagt. Ja. Es gibt einfach mehrere Möglichkeiten, man kann auch eine kleine Geschichte machen, nur dieses Tuning mit dem Luftfilter oder irgendwie sowas, ohne jetzt so einen großen Stage-Kit. Legales Tuning, wie weit geht das? Man kann, ja, es gibt schon legales Tuning, klar, sicher. Mhm. Also es gibt ja halt eben dieses sogenannte Closed Loop. Da müssen wir halt eben laufen, also Sonden gesteuert, Sprungsonden gesteuert. Da kann man schon sowas Halblegales machen, das geht. Halblegal? Ja, eigentlich jeder Eingriff ins Motorsteuergerät ist illegal. Ja, aber man kann es, dass man es abnehmen kann. Ja, aber man kann es machen, so dass es AU-tauglich ist und solche Sachen. Aber wie gesagt, der Spaßfaktor ist bei der anderen Seite wesentlich größer. So, ne, also wie gesagt, das will ich dann gerne im Detail gerne nochmal sprechen. Aber wie gesagt, es gibt da die Variante, man kann es legal machen, aber die andere Seite macht halt eben mehr Spaß. Ist halt so. Aber wie gesagt, das ist halt ein Motorsteuergerät und da kann man viele Sachen drin einprogrammieren. Manche sind schön, aber andere Sachen sind noch schöner. Mhm. Ja, mehr kann man da nicht so sagen. Ist so. Ja gut, ich weiß nicht, wenn noch einer was hat, also noch sind wir ja da, sonst schalten wir nämlich gleich auch, ich glaube, wir haben fast alles durch. Wir haben sogar die E-Bikes durch. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt hier online sind. Ja, nun, man kann ja nochmal die Frage stellen, worauf, was die Leute nochmal interessiert. Ist ja nicht so, dass das ein oder andere Thema kann man ja noch aufgreifen. Mhm. Was vielleicht Volker noch interessiert oder seine Leute von der Harley-Side. Vielleicht, weiß ich wie, Workshop oder... Ja, ich habe das, was mich erreicht hat. Einstellen, auf den Prüfstand oder was ich wie, was man da alles so machen kann. Da kann ich ja viele Sachen machen. Ja, also die Fragen, das, was mich erreicht hat, das haben wir hier alles geklärt. Vielleicht haben wir einfach alles gesagt. Ja. Also wir haben sie angemacht, man hat sie gehört. Du kannst ja nochmal den Sound nochmal machen für die, die später eingeschaltet haben. Kannst ja nochmal anschmeißen, diese Unterschiede nochmal bringen. Das ist jetzt leise, laut. Ja. Klingt natürlich pissig. Ja. Aber. Ja gut, sie schaltet ja im Ort, wird sie auch leise. So bei 50 wird es ja ruhig. Richtig, ne? Also es gibt ja keinen illegalen Modus mehr bei den Verstellauspuffanlagen. Das ist programmiert, da ist auch Technik drin, die nicht von schlechten Eltern sind. Und das ist ja alles legal so. Ja, ich habe das mal bei Kestech gesehen. Also da war ich mal die üben sowas ja die haben so ein Flugplatzgelände, wo sie dann diese Messstrecken abfahren. Ja. Also es ist Wahnsinn, was das für ein Aufwand ist. Ja. Also bis sie das da raus hatten und bei der Entwicklung damals, das ist schon, ich meine, das machen sie ja alle,
Die betreiben ja alle diesen Aufwand. Ja, nur. Also, aber die gesagt, beiden Großen, sag ich mal. Ja, was heißt die beiden Großen? Wenn man die Geschichte kennt, ne, der Mario, der heute Jekyll und Hyde gemacht hat, ist ja bei Cast groß geworden. Ne, also für mich ist immer, für mich persönlich will er keinen angreifen, aber für mich ist der Mario der meine erste Anlaufstation. Also wie gesagt, der hat mich noch nie im Stich gelassen, hat uns noch nie im Stich gelassen mit unseren Kunden, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn man Fragen hatte, war er immer da und hat immer schnell geholfen. Also sehr, ich kann das halt eben nur, wir sind hier sehr Jekyll-lastig hier in Lübeck. Mhm. Da kann ich nur sagen, Jekyll hat uns noch nie im Stich gelassen, wenn wir Probleme hatten, die zu Anfang natürlich da waren. Und heute mit den heutigen Auspuffanlagen, ich sage jetzt mal, 5, 6, 7, 8 Jahre haben wir null Theater. Null Theater. Wohl, dass da mal eine Kappel angegammelt wird oder was ich wie von den Endkappen. Darf man halt eben nie vergessen, bei der Verbrennung entsteht Säure, das ist nun mal so. Und wir arbeiten immer noch mit Metall. Und auch Chrom ist auch ein Metall. Und dann blüht das wohl mal auf. Das passiert bei jedem, ob das jetzt bei Kess oder bei Jekylls ist. Oder bei V2 oder wer sonst solche Auspuffanlagen noch macht, Pencil, sage ich jetzt mal, gibt es immer Probleme. Und das muss man mit einkalkulieren. Genauso wie man bei Kestec einkalkulieren muss, dass da vielleicht mal ein Servo hochgeht. Das geht bei Jekyll auch kaputt. Bei Jekyll geht auch mal ein Saal kaputt. Aber wie gesagt, aber das hat sich bei beiden sowas von minimiert. Die sind weit aus den Kinderschuhen raus. Das ist super Qualität, sodass beide auch sagen können, wir geben 4 Jahre Garantie. Teilweise. Und das ist schon gut. Also mir würde da tatsächlich noch so eine mittlere Stufe fehlen. Ist ja drin. Was? Ich habe nur laut oder leise gehabt. Ja, wenn du zweimal drückst, hast du auch 50%. Ach was, das habe ich wieder nicht rausgefunden. Ja, klar. Also, man muss zwischen den Zahlen lesen. Also das heißt, wenn man jetzt zweimal drückt, dann blinkt das ein bisschen schneller bei Jekyll und dann ist die Klappe 50% offen. Ach, das habe ich jetzt nicht ausprobiert. Ich habe jetzt hier den Harley Harry Culosa. Hab eine Slim S mit Mapping, Rix Luftfilter und Jekyll-Anlage. Geht da noch was? Ja, Frage ist natürlich immer, was für ein Mapping ist drauf, mit was ist es gemacht worden. Und letztendlich kann ich nur sehen, wie gesagt, wenn ich das Mapping gesehen habe, wenn ich es reingesehen habe, ob da was geht. Basis muss immer sein, hat es vernünftig eingestellt worden. Das ist ja die Basis. Mhm. Ne? Das ist das A und O. War Ricky? Ja, gehe ich davon aus, klar. Und dann halt eben, was heißt, geht da noch was? Man muss es halt sehen. Also die Jungs von Barrick, die machen das ja auch schon performancemäßig. Und die werden schon das Richtige gemacht haben. Wo ich jetzt sage, so, da wird wahrscheinlich nichts mehr gehen. Das ist das dann, was ist. Außer er haut da richtig was rein. Ne? Also ja, nur nach oben hin kann man immer machen. Ne? Also Hubraum ist nur durch ersetzbar mit noch mehr Hubraum. Ja, ja. Also dann müsste ja schon noch einen Schritt weiter gehen, ne? Ja klar, dann muss man halt in den psychische rein, also ins physische reingehen, in physische reingehen. Das heißt Hubraumerweiterung und dann halt eben Steuerzeiten und solche Sachen. Da gibt es ja verschiedene Varianten. Und, ich hab jetzt hier, damit haben wir alles beantwortet jetzt, ja, oder? Denk, ja. Ich habe hier den Dirk Völski. Schreibt aus einem meiner liebsten Länder, Norwegen. Okay, ja. Schöne Grüße hat er geschickt. Schöne Grüße zurück nach Norwegen, also total geiles Land da oben. Bin ich auch schon unendliche Male gewesen, also früher schon mit dem MC sind wir immer oben zum Zelten gewesen. Ganz tolle Zeiten, Norwegen, Nordkap, alles. Also da muss ich eigentlich auch dieses Jahr nochmal wieder hin, wenn man da hin kann. Hey, eigentlich schreibt man noch hey oder nicht? Fahre Fatboy 2012 Modell 107er. Was ist das denn, Modell 2012 107? Ja, nur mit S&S-Kit gibt es ein 107er-Kit, ja. Also wenn er den Kit drauf hat. Ansonsten ist er 103 Kubik-Inch. Ja, das musst du vielleicht nochmal nachschreiben, hier, was das da eigentlich los ist. Also 107er gab es nur ein Hubraumerweiterungskit von S&S, dann kam es da auf 107 Kubik-Inch. Mhm. Was kann man da so rausholen an PS? Liebe Grüße an euch aus Norwegen, Dirk. Ja. Wie gesagt, Hubraumerweiterung ist ja nicht, sag ich jetzt mal, da kann man das gerne gut mit dem Tanzen vergleichen. Also da muss alles zusammen. Wenn man da am Tanzen ist, das muss von beiden Seiten funktionieren. Mhm. Da bedeutet das halt eben, Auspuff muss funktionieren, Luftfilter muss funktionieren. Hubraumerweiterung ist eine Nummer, dann müssen die Steuerzeiten, das müssen vernünftige Nocken rein, dann muss das Mapping vernünftig sein. Und das, was ich damit sagen will, man kann viel Geld in einen Motor reinstecken, es kann dann nichts bringen. Oder viel Geld in den Motor reinstecken und man hat einen scheiß Auspuff, dann hat man es auch nicht gekonnt.
Oder man steckt viel Geld rein und hat einen scheiß Luftfilter, funktioniert es auch nicht. Wie gesagt, also... Ja, aber du weißt doch, wie das geht. Ja, halt eben nur, ich gehe jetzt auf diese Frage rauf. Mhm. Was geht ab bei 107? Das würdest du dann machen? Ja, klar, also wie gesagt... Was muss, würdest du machen? Wenn ich da das sehe und ich sehe dann so einen kleinen Luftfilter dran, mhm. ist also mit diesem Scheißding geht das nicht, dann muss erstmal was ein anderer Apparat mhm. davor. Da braucht Luft. Genau, und wenn ich Luft habe, dann muss ich das auch wieder loswerden. Das heißt, mhm. wenn der Auspuff nicht gut ist, kommt dann auch Fragen. Ne? Ja. Ich habe Kunden gehabt, die dann, ich möchte gerne richtig, also 114 Kubikinch oder was ich weiß, aber ich möchte den Originalauspuff behalten. Ach, ja. Da sage ich, nee. Aber das ist doch das 1x1 im Tuning, oder? Das kann, ja, ich aber, dir schon sagen. Wie gesagt, so denken wir ja, das ist ja alles okay, aber es gibt ja auch Menschen, die beschäftigt das nicht so. Die sind, die sagen dann, haben dann die Frage. Und die Frage muss auch gestellt werden mhm. und die dürfen sie auch stellen. Und dann kriegt man halt eben die passende Antwort da drauf. Pass auf, Malaguti früher, Mofa, I15, ja. Ich sag mal Düsen polieren, also Vergaser, Mikuni oder sowas, Düse polieren, Ansaugtrakt polieren, hochpolieren, also der war blank wie ein Babyarsch. Dann brauchst du natürlich auch einen dicken Krümmer, den größeren, damit du den ganzen Scheiß auch wieder loswährst. Hinten nicht zu viel aufmachen. So viel, dass du auch noch ein bisschen Gegendruck hast, sonst fährt das Ding nämlich auch nicht. Aber das ist doch eigentlich das 1x1 Zündfunke noch gucken und wieder. Und dann läuft das Ding wie eine 1. Ja, aber wie gesagt, der größte Faktor ist tatsächlich der Auspuff. Das ist, ich hatte hier, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe, ich hatte hier einen Physikstudenten aus Kiel, mhm. Der ist zigmal bei mir auf dem Prüfstand. Das war so interessant, fand ich das. Der hat eine Sportster gefahren, eine XR 1200. Die mit dem 2-in-1-Auspuff, so, und der hat halt eben, ich glaube, also seine Bachelorarbeit war das, auch weiß ich wie, mhm. es ging darum, der hat halt eben an seinem Auspuff rumgeschweißt. Es geht um, halt eben um die Formel ist ja, der Auspuff muss das Siebenfache vom Hubraum auffangen können, um dass er keine Leistungseinbußungen hat, oder weiß ich wie. Und das hat er ganz interessant gemacht, ich durfte das begleiten. Wir haben dann, er hat ein paar Mal das Ding umgeschweißt und was dann bei raufgekommen ist. So, und bei diesen kleinen Änderungen, was das an Leistung und an Drehmoment kaputt oder gut gemacht hat, das war höchst interessant. Also Auspuff, mal mhm. eben, sag ich jetzt mal, dran klatschen, da steckt Technik und Entwicklung hinter. Und das nicht von schlechten Eltern. Und mhm. da ist auch, wie gesagt, wenn Mario da loslegt und muss jetzt hier Auspuff bauen für die verschiedenen Modelle, dann ist der Junge am Schwitzen. Den kannst du dann auch nicht ansprechen, weil der ist dann so weg mhm. ne, und der wird noch dünner, als er schon ist. Mhm. Ne, also der ist dann, der geht da voll drin auf. So, und auch die Kessel-Leute, die wenn die da anwickeln, die stehen ja natürlich unter Druck. Ne, die ganzen Händler und die Leute, die warten jetzt auf die Auspuffanlagen von die Euro 5, ne, Fahrzeuge können nicht ausgeliefert werden, weil wir noch keine Auspuffanlagen haben. Aber auch das dauert. Die sind auch noch nicht so weit. Ne, dann, wenn sie dann fertig sind, dann müssen dann die Papiere gemacht werden. Und was ja. Wie gesagt, aber... Ich sehe der andere, der Handy, der hat sein beim Motomax gemacht, das Mapping. Ja. Aber der war, hat einen Rickfilter. Ich dachte, das hat er bei Rick. Aber den haben wir schon durch. Aber ja gut, das hilft uns jetzt auch nicht weiter, wo er das da gemacht hat. Dann haben wir noch den Nerb. Adiak, ja, muss ich noch ein bisschen üben, denke ich mal. Wie stehst du zum Screaming Eagle an? Wie stehst du zur Screaming Eagle Anlage an einer Road King Special Stage 2 mit Mapping? Funktioniert gut. Also die SE Auspuffanlage, die ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist die okay. Mhm. Wie gesagt, ich sage, mein Standardspruch ist immer You get what you pay. Mhm. Ne, also ich kann da, aber für das Geld ist die SE Auspuffanlage SE-Auspuffanlage. Gut, sie funktioniert gut. Manche mögen das auch ja nicht so laut. Das ist ja auch. Wäre ich jetzt auch auf Touren, ist das scheiße irgendwann, ne? Ja, auch für die da hinten dran fahren oder weiß ich wie. Oder ich habe auch Menschen, die sind, die sind im Musikgewerbe. Die haben ja noch ein ganz anderes Gehör. Ne, also meins ist ja Prüfstand geschädigt. Ich bin ja taub. Mhm. Ich bin taub. Ne? Deswegen muss ich dich auch immer so anschreien. Genau, ich bin taub, weil ich manche Sachen auch nicht höre und auch nicht hören will. Ne, ist ja auch natürlich so Sachen. Aber was ich da immer sagen will, ist ja, jeder mag es nicht laut. Ja, unser Norweger, er hat einen 103er drauf, hatte sich verschrieben. Ach so, okay. Also 103 Kubikinch. Wie gesagt, der Twin Cam, das ist ja eine Luftpumpe. Wie jeder Verbrennungsmotor ist eine Luftpumpe. Und mit
das hat dann wieder mit Füllgran zu tun. Und ich habe gesagt, ich habe eigentlich für jedes so ein Rezept. So, und 103 ist für mich 103 plus dann. Das, so heißt er dann bei mir. Das bedeutet, wir drehen einmal die Köpfe auf links. Das heißt, die gehen in den Fünfachser bei meinem Kumpel, weil ich kann auch kein Fünfachser bedienen. Mhm. Mein Kumpel kann das. Ne, das ist auch wieder so ein zusammen. Das ist der MTech, der Alex in Rinteln. Das ist für mich der Kopfbearbeitungsguru. Der hat da seine Flussbank, der hat seinen Fünfachser und der wohnt eigentlich in seiner Werkstatt. Und der kann das. Das ist, ich habe zu keinem mehr Vertrauen als zu Alex. Mhm. In der Hinsicht, wir denken uns das aus. Er fabriziert das denn, setzt das um in Maschine und wir prüfen dann hier in Lübeck, was es dann bringt. Und wir können eigentlich sagen, beim TwinCam haben wir Pakete parat, die stabil sind und auch vom Preis-Leistung her gut sind. Und ich sage jetzt mal für den 103er, wenn noch keine Komponenten vorhanden sind, außer der Auspuff, der muss da sein, ist für 4.000 Euro hier richtig Leistungszuwachs zu bekommen, was richtig Spaß macht, beinhaltet natürlich die Hardware in dem Motor, Luftfilter ist damit drin, der PowerVision, das Einstellen auf den Prüfstand, die Arbeit. Das ist damit drin. Einzige Voraussetzung ist, es muss ein funktionierender Auspuff da sein. Weil sonst brauchen wir die Geschichte nicht anfangen. Aber gut, interessant, auch gut mal so mit den Preisen und so alles. Ja, wie gesagt, und das ist, wenn man das vorbereitet, ist das innerhalb von einem Tag erledigbar, weil wir machen das dann mit Tauschköpfen. Mhm. Beinhaltet aber, dass die Köpfe beim TwinCam gut sind. Das heißt, von der Optik auch gut sind, weil sonst tausche ich die nicht. Mhm. Weil der Nächste möchte natürlich auch seine schönen Köpfe drauf haben. Kyrill Malus habe ich hier noch. Schöne Grüße. Also bin gerade rein, komme gerade in den Stream rein hier. Fahre Streetlight CVO 117, Jekyll & Hyde Klappenanlage. Wie viel geht es legal und wie teuer? Bin sehr interessiert. Also ja, wie viel geht denn legal noch da rauszuholen aus dem 117er mit Jekyll & Hyde Klappenanlage? Ne? Ja, wie gesagt, wenn er jetzt noch kein Mapping hat, ist rauszuholen ist immer so eine Sache. Wir holen das raus, was drinsteckt. Mhm. Ich weiß nicht, ob da jetzt was Mapping-mäßig was gemacht worden ist. Beim 117er ist, wie ich schon anfangs sagte, viel Elektronik halt eben drin, was bei allen Milwaukee oder bei Drive-by-Wire, wo wir bei Drive-by-Wire was rausholen, das heißt die Progressivität vom Ansprechverhalten des Gases. Natürlich dann bis hin zu Optimierung der Lambda-Zieltabellen. Mhm. Dann drehen wir hier noch ein bisschen dran und da noch dran. Dann hat er das auch spürbar, was ihm Spaß macht. Bei den 117ern liegen wir bei roundabout, kann man vergleichen mit den 117, kann man vergleichen mit den 110ern, TwinCam. Nur weil der Milwaukee 8 jetzt mehr Hubraum hat, hat er nicht unbedingt mehr Leistung. Es ist anders. Der Milwaukee 8 ist durch die Vierventiltechnik mehr auf mehr Drehmoment ausgelegt. Das heißt, er hat mehr Drehmoment unten aus dem Keller, was aus dem Zweiventiler untenrum nicht so rauszuholen ist, ohne dass man die Köpfe nicht in Anspruch, also das heißt, dass man die bearbeitet. Der 117er liegt so um 95 PS im Hinterrad mit um und bei 165, 170 Newtonmeter so in den Dreh. Das ist aber auch eine Menge, ne? Ja, halt eben nur, wenn man die Leistungskurve dann sieht, nach hinten hin, fällt er dann runter. Ne? Das heißt, er kommt erst brachial und dann nach hinten hin, geht ihm die Luft aus. Mhm. So. Würdest du das beim 117er überhaupt machen? Ich sag mal, oder ist das baujahrbedingt? Die frage ja auch einen bestimmten Grund, sag ich mal. Was heißt baujahrbedingt? Ich sag mal 2019, ne? Ja, also als wenn ich überhaupt den Motor anfasse, eine Grundvoraussetzung bei allen Milwaukee 8s ist Modifizierung der Ölpumpen. Mhm. Das ist für mich sehr wichtig. Der Ölfluss, der muss vernünftig stimmen und beim Performance-Motor muss auch eine Performance-Pumpe rein. Die verwenden wir dann auch. Wir machen dann noch andere öltechnische Modifizierungen machen wir da rein, setzen noch andere O-Ringe da und dichten hier nochmal ab und das solche Sachen, was viel bringt, was serienmäßig nicht verbaut ist, was die Erfahrung sagt, das müssen wir machen. Das machen wir in diesem Zug. Aber wie gesagt, wenn wir da rangehen, ist die Ölpumpe immer mit drin. Die könnt ihr gleich kalkulieren mit 700, 800 Euro. Mhm. Wenn wir das da unten aufhaben, tauschen wir das gleich mit. Somit, dass wir da Ruhe haben. Wie gesagt, verbaust du die Screaming Eagle? Oder?
Also mein Favorit vom Preis-Leistungs-Verhältnis sind S&S-Pumpen. Ich habe gehört, die Screaming Eagle sollen sonst auch richtig gut sein. Also, aber das ist ja dann, wenn du da die Erfahrungswerte hast, aber man sollte das machen, ne? Ja, unbedingt. Bis 2019 unbedingt. Auf jeden Fall. Also ne? Wie gesagt, das muss vernünftig funktionieren. Ja, ich meine, wir reden ja heute über Tuning. Das war so, wir reden ja vielleicht auch nicht nur jetzt denn über das Mapping, können wir ja nochmal anreden, weil eine Sache kommt bei mir immer wieder an. Und da bin ich ja selber auch immer noch am rausfinden oder am eruieren, woran das nun liegen kann. Ich habe mal bei den 215er CWU-Modellen mal gehabt, dass sie bei 170 mal aufgeschunkelt ist. Mhm. Und ich weiß, du hast ja auch mal so ein Experiment gehabt. Ja. Bist du der Sache mal auf den Grund gegangen? Ja, wieso? Das sind verschiedene, sind da auf den Grund gegangen. Was ich eigentlich, ja, ich kann es eigentlich gar nicht sagen. Also doch, ich habe gesehen, wie Menschen auf diesem Motorrad fahren und das pendelt dort. Mhm. Ich bin aber auf das gleiche Motorrad zur gleichen Zeit, also danach ja. aufgestiegen und ich hatte das Pendel nicht. Ja genau, das ist ja das Merkmal. So, und was ich halt eben beobachtet habe, weil ich habe gesehen, wie das mal aufgenommen wurde mit einer GoPro und da habe ich festgestellt, dass die Menschen sich sehr doll verkrampfen auf dem Motorrad. Das heißt, gerade bei höheren Geschwindigkeiten, wie das dann gemacht wird, die Knie an den Tank, an den Lenker richtig dran gekrallt oder was ich wie. Wenn man mich fahren sieht, ich versuche immer ein bisschen cool auszusehen auf so einem Hocker. Ich sitze da sehr entspannt drauf. Ich lasse das Motorrad das machen, was es machen möchte. Und ich habe tatsächlich, wenn wir dieses Fahrwerk schaukeln hatten, hatten wir das verbessert durch andere Dämpfer. Dann war das auch weg. Und was natürlich ein großer Faktor ist, Reifen. Ne, wenn die Reifen schon Richtung alt gehen, machen sie das natürlich. Wenn man bei den älteren Fahrzeugen, sprich jetzt Twin Cams oder was ich wie, wenn man die Metzler verwendet hat, die sehr weich in den Flanken sind, haben das hervorgehoben noch, dieses Pendeln. Aber ich persönlich kann sagen, es war im seltensten Fall das Motorrad. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kann dir meine Erfahrung dazu sagen, ich bin da aber auch nicht hundertprozentig dahinter gekommen, weil es tritt einfach mal, ob das auch an der Straße mitliegt, also weil ich habe eine ganz heiße Situation gehabt bei 170 aus dem Windschatten raus und dann ging es los und dann habe ich eine Vollbremsung gemacht und dann war es dann, und dann wusste ich, ah, hier musst du mal aufpassen jetzt. Da habe ich noch zweimal so gemerkt, oh, jetzt geht's noch mal los, aber bin auch mehrere tausend Kilometer über die Autobahn genagelt. Und habe versucht, diese Sache mal zu provozieren, um mal zu merken, um das mal irgendwie zu lokalisieren. Ich habe da vorne die Lüftung mal anders eingestellt, anders gepackt oder gar nichts mitgehabt. Ich bin da nicht hintergekommen. Also Fahrer, meine Sitzposition hatte ich auch so ein bisschen im Auge, weil tatsächlich, wie du sagst, wenn du dich vorne festhältst oder irgendwie so falsch sitzt, dann wirkst du auf die Maschine, auf das Fahrverhalten. Das ist tatsächlich so. Aber was für Motorräder hast du gehabt? Hast du das war ein 215er CWO. Street Glide? Ja. Hast du das schon mal bei der Road Glide erlebt? Nee, noch nie. Frag mal, warum? Ja, wegen der Verkleidung wahrscheinlich, genau, so weil die eben halt am Rahmen fest ist. Aber ich habe auch mit der Street Glide sonst als Special, die läuft ja auch 170, aber nicht schneller eben halt. Also sonst die anderen so, da habe ich sowas überhaupt nie gehabt. Also die Road Glide sowieso hat einen mega geilen Auslauf auf der Autobahn. Auch voll bepackt, du siehst ja, was ich da hinten drauf habe. Aber also ich kann dir mal sagen, wenn du meinst, du hast Todesangst gehabt, ich habe die Situation mit einer Boss Hoss mal gehabt, weil wie früher waren wir auch mal Boss Hoss Händler, so, als wir noch nicht Vertragshändler waren für Harley, da hatten wir Boss Hoss und da hatte ich eine Situation, da habe ich Todesangst gehabt. Wenn du ein mit dem Motorrad, was heißt ja, die Boss Hoss ist ja normal, ein Schwein, das ist ein riesengroßes Ding. Und wenn du da, hier in Lübeck haben wir Gott sei Dank drei Spuren und die drei Spuren habe ich auch gebraucht, um das Ding wieder unter Kontrolle zu kriegen. Und danach habe ich gesagt, ich müsste sterben. Ich habe so einen Puls gehabt, da habe ich Todesangst gehabt, als das Ding mir ausgebrochen ist, wo ich dann drei Spuren brauche. Also da kommen wir da nicht hinter. Also, weil andere haben sich ein anderes Fahrwerk eingebaut und irgendwie kommen sie der Sache trotzdem nicht näher. Also ja, nur was wir natürlich zur Verbesserung einbauen, bauen wir viel oft und das kann ich auch sehr empfehlen, ist dieses Wilbers-Fahrwerk. Mhm. Ist vom preislastigen Verhältnis unschlagbar und bringt noch wesentlich mehr Fahrspaß bei den Tourern. Also Wilbers, Öhlins habe ich auch schon gehört. Also Öhlins ist natürlich... Ja. Aber kauft ihr ein Öhlins-Fahrwerk, das ist super gut, aber auch super teuer. Mhm. Und vom Preis-Leistungs-Verhältnis, wie gesagt, das von Wilbers ist gut. Kostet irgendwie 1.300 Euro oder was irgendwie. Dann Einbau, wo man circa 4 Stunden für einkalkulieren muss.
sind hinten die Dämpfer mit drin, vorne andere Dämpferkartuschen, da ist das Öl mit dabei, das ist ein Komplettpaket. Und ich darf sagen, wie gesagt, Öhlins bauen wir halt in seltener ein, ist natürlich gut, aber Wilbers Fahrwerk, die wir eingebaut haben, die Leute waren alle so glücklich mit ihrem Motorrad. Ja, es geht ja auch mit Gewichtsangabe und allem drum und dran. Ja, das muss man natürlich angeben. Das ist natürlich, bei dem Wilbers Fahrwerk ist es halt eben dieses selbst einsteigende Fahrwerk ist natürlich, jetzt du fährst alleine und gehst dann auf Tour, da musst du das Fahrwerk ja schon wieder einstellen. Das Wilbers macht das automatisch. Ne? Das geht mal ein Ding, ein paar Mal wippen und dann ist es darauf eingestellt. Okay, aber wie gesagt, das hatte ich jetzt auch nur bei der 215er, danach kann ich das nicht mehr so genau sagen. Jetzt habe ich hier nochmal, der Kyrill, der ist nicht glücklich, dem haben wir seine Frage wohl nicht richtig beantwortet. Was bringt denn nun das Tuning bei mir an Leistung und Preis bei meiner CVO 117? Ja, nur das Einstellen, ich weiß ja nicht, was da gemacht worden ist. Er hatte doch Jekyll and Hyde und ist dann Mapping gemacht worden? Lüftung, Luftfilter. Ist dann, ich muss nochmal zurück. Oh, ist denn was gemacht worden, Mapping-mäßig an dem Motorrad? Nerb, ach du heißt Bernd. Alles. Brille aufsetzen. Nee, er hat den Namen rückwärts geschrieben. Ach so, okay. Du musst ja auch immer drauf kommen, brech mir hier die Zunge. Bin gerade rein. Also, er fährt eine Streetlight CVO mit Jekyll and Hyde Klappenanlage. Ja. Und er wollte wissen, wie viel geht. Und er wollte aber auch wissen, was kostet das, eine CVO 117. Ich gehe mal davon aus, wird ein aktuelles Modell sein. Ja, wie gesagt, das Einstellen kostet hier in Lübeck inklusive Hardware 950 Euro. Leistungsangaben, wir haben bis zu 95 PS bei der 117er. Und auch, also bei der CVO ist auch bis zu 100 PS im Hinterrad mit drin. Bei 117 Kubik. Das ist machbar. Drehmoment liegt bei ca. 160 und 170 Newtonmeter so ein Dreh. Aber halt eben, man darf halt eben nicht dieses Leistungs in dem Sinne sagen, wir haben ja bis zu 15 Newtonmeter im Talasbereich, gewinnen wir an Drehmoment. Das ist natürlich, was man richtig spürt. Ob die jetzt 95 PS oder 100 PS hat, weil die PS-Zahl wird bis zum Drehzahlbegrenzer gemessen und da ist er eigentlich im seltensten Fall unterwegs. Ja. Wichtig ist halt eben die Drehmomentzuwachs. Wenn er ein noch kein Mapping hat, das heißt, er hat den 117er, hat Stock Air Cleaner oder halt eben vielleicht, wie er gesagt hat, ist ein anderer Luftfilter noch dran und die Klappenauspuffanlage, dann würde ich Ihnen dringend empfehlen, noch ein vernünftiges Mapping drauf erstellen zu lassen in einem Tuning Center. Also nichts Fertiges draufspielbar, sondern tatsächlich, dass das Ding auf den Prüfstand geht und der Tuner das Ding tunet, der da auch Ahnung von hat, und dann wird er einen spürbaren Zuwachs haben. In Sachen X, das ist schwierig zu erklären. Das ist ja... Er will kein Mapping. Oder hat kein Mapping. Kyrill, sag nochmal, was da los ist. Also was für ein Baujahr hast du? Und wolltest du nur Mapping haben oder kein Mapping? Hat das Motorrad ein Mapping oder hat es kein Mapping? Hat kein Mapping. Dann er unbedingt machen. Jekyll and Hyde und... Auf jeden Fall, wenn es richtig gemacht wird, hat er da ein anderes Motorrad. Das ist jetzt, viele kaufen ja ihr Motorrad und dann haben wir das schon gemacht. Die erleben ja gar nicht, wie es vorher und nachher ist. Also er wird dann natürlich einen schönen, wenn es richtig gemacht wird, einen schönen Effekt haben. Das wird ihm dann auch Spaß machen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob er hier aus deiner Nähe kommt oder... Gut, er kann ja auf meine dynojet-powervision.de Seite gehen. Kenne ich selber gar nicht. Muss man drauf gehen, da ist auch ja ein Dealer-Locator drauf, da sind Tuning Center und Dealer sind da gelistet. Mhm. Und da kann sich ja jeder seine Region aussuchen und dann zu dem Dealer dorthin fahren, da sind alle gelistet. Aber tatsächlich habe ich auch viele, weil wir hier in schönen Lübeck, hier an der Ostsee, natürlich auch ein Urlaubsland sind, wo viele das mit einem Urlaub und auch tatsächlich hierher fahren. Und wenn man einen Termin mit mir macht, dann kann man da auch ja drauf warten. Kann man mal was anderes Probe fahren. In der Zeit fährt, an die Ostsee oder was ich wie. Oder halt eben wartet hier bei uns im Shop, was ich wie. Und dann lässt man mir 2-3 Stunden Zeit und dann bin ich damit fertig und dann kann man weiter düsen. Hast du Vorführmodelle, viele? Nee, tatsächlich nicht. Also gerade, wir haben ja auch jetzt gerade die Situation, dass wir jetzt auch nicht viele Vorführer haben durch die aktuelle Marktsituation. Er hat geantwortet hier. Also er hat kein Mapping und Baujahr 2018 hat er. Ja, ist auf jeden Fall was zu machen. Er wollte das vorbeibringen. Also er kommt ja wohl dann irgendwo hier aus der Nähe. Ja, gerne. Wir sind ja hier. Also haben wir denn seine Frage jetzt beantwortet? Also ich kann ja nochmal, das ist natürlich jetzt auch...
jetzt schwierig für ihn, mir das zu erklären. Wenn er hier dann vor Ort ist, dann können wir da detailliert nochmal drüber sprechen. Das kostet ja auch nichts, wenn sich da bei dir einer informiert. Da gibt es eine Tasse Kaffee dazu. Deswegen. Das ist einen leckeren ja. Kaffee, gibt auch einen Tasse Tee, gibt es hier auch. Ja. Und dann kann man auch drüber sprechen. Ja, okay. Also er hat eine 218er CVO. Das ist ja dann auch kein, sonst kein schlechtes Moped, sag ich mal. Ja. Also von der Sache hat er ja schon mal eine gute Basis. Ne? Ja, klar. Klar. Ich meine, der 117er Aggregat, der schiebt natürlich auch schon so. Aber ist natürlich, wie gesagt, es geht so. Ja, geht den so. Darfst du mit sowas nicht fahren lassen. Der wird ja dann, der kriegt ja, der leckt ja Blut. Weil vor allen Dingen, wenn du da schon 117er fährst und dann hast du mal diese durchgängige Leistungsentfaltung, das ist ja das, was ich so cool finde, dass du da einfach einen Gang reinmachst und dann marschiert das Ding los. Ja. Das ist natürlich total verrückt, wenn du die Gänge durchschaltest und bist so, wie es geht. Aber das muss man ja nicht. Ne? Man kann ja einfach nur so diese Kraft nehmen, wie beim 5,7 Liter Chevy oder was weiß ich. Wie auch immer, ne? Klar. Also, wie gesagt, das ist ja das was Spaß macht, dieses halt eben diese Kraft, die aus dem Keller kommt. Deswegen mag man gerne V8-Motoren oder weiß ich wie, da macht das halt Spaß. Also 2000 Euro war der Preis circa. Er fragte nochmal, ja, irgendwas hattest du gesagt, ne? Jetzt. 900, also 950 Euro das Mapping. Genau. Inklusive Hardware. Das Mapping 950, genau. Weil für Jekyll und so hat er ja schon dran. Also die Komponenten sind ja gut, aber wie gesagt, an den sag ich jetzt mal, 114er, 117er ist ja dieser Luftfilter montiert, der in die Breite geht. Das ist eine gute Basis, dieser Luftfilter. Man kann, um das jetzt vielleicht noch ein bisschen zu performen, es gibt einen Einsatz von K&N, der ist ein bisschen dicker. Dort passt der Originaldeckel, geht da auch wieder drauf, dann kriegt er noch ein bisschen mehr Luft. Nebeneffekt ist, dass der K&N dann waschbar ist. Das kann man machen. Ansonsten, die Basis von dem Luftfilter ist gut. Und den hat Bertel zum Nachrüsten auch mit TÜV, geht auch. Also das ist da. Aber hier ist er ja stock montiert. Also wenn er da mit 2 Mille kalkuliert fürs Tuning, da kriegt er ja locker was. Ne? Also das würde ja glücklich sein. Also auch da unter, sagen wir, ne? Da hat er ja eigentlich alles zusammen. Thomas Höppner, ja moin, hat man eine 17er Rohking Special mit Jekyll Stage 1, kennst du? Der Thomas Höppner ist, ja, der Thomas ist Kunde bei uns, ja. Ja, genau, Stage 1 Luffy, anschließend Mapping bei Jens Tippitoppi. Wie gesagt, Thomas fährt eine Rohking, der, soviel ich weiß, eigentlich sehr zufrieden ist mit seinem Motorrad. Fährt die halt schon sehr lange, er könnte mal wieder eine neue gebrauchen. Aber das sage ich ihm immer wieder, aber da ist er taub auf den Ohren. Ja. Na gut, muss man immer neu haben, ja. Ich weiß es nicht. Also. Na gut, also ich bin das ja, ich finde ja alles toll. Also das Thema Harley ist ja so breit, ob du jetzt eine alte fährst und irgendwie, die haben alle so ihren eigenen Charakter entwickelt. Ja, die Motorräder und natürlich auch die Leute, die da drauf fahren. Das ist ja gerade das Interessante. Obwohl ich ja, wie gesagt, auch gerne den alten Ofen fahre. Aber das ist doch ein Unterschied. Das muss ich auch mit Hermann immer wieder rausholen. Der fährt ja auch immer noch seinen Shuffle. Und wir hatten am Wochenende wieder telefoniert und er war wieder mit seinem Shuffle los. Er liebt seinen Shuffle. Ja. Aber er hat dann auch irgendwie wieder 100 Mal getreten, damit das Ding anspringt. Macht nichts. Er liebt es ja, aber das ist ja ein Unterschied. Er hat ja auch seine Screaming Eagle, seinen Tourer, Küche, Bad und so. Ne? Hätte ja auch früher nie einer gedacht, dass er sich mal so ein dickes Ding kauft. Aber da macht er aber ganz andere Sachen mit. Er fährt mit seiner Frau zusammen nach Amsterdam, Wochenende. Der macht da riesige Touren mit mir und alles Mögliche. Der nutzt das Ding. Und im Grunde genommen ist der Shuffle heutzutage auch schon viel zu schade, um mit dem über die Bahn zu nageln. Ja, wie gesagt, der Trend geht jetzt zum zweiten, dritten Motorrad, geht ja immer noch. Und er fährt viel, viel mehr Motorrad mit den Touren, nachdem er sowas hat. Anmachen, los war zum Bäcker in die Stadt, hin und her. Er fährt einfach auch viel mehr Motorrad. Ja, wo ich ganz doll drauf gespannt ist, ist die Panamerika. Da bin ich ganz doll gespannt drauf. Also ich freue mich tatsächlich, wenn das Ding kommt, obwohl ich hier so ein Touring-Adventure-Typ ja nur gar nicht bin. Ja, ich mag das schon. Ne? Aber wir haben uns ja nur sehr tief mit diesem Thema da jetzt befasst, mit Touring-Adventure. Für diese Sparte ist das ein geiler Hocker. So, und ich freue mich schon, wenn sie im Mai kommt. Ich fahre sie nächste Woche. Du wirst ja berichten. Ne? Du wirst ja berichten. auf Corona-bedingt ist das alles sehr limitiert. Ihr habt einen Pressetag, habt ihr. Wir haben auch einen Händlertag. Ich habe da Leuten Vorrang gegeben, die da
noch mehr dran interessiert sind oder was ich will. Ich bin also total ich kann warten. Ich sag, ne, wir kriegen im Mai, also die sind da schon, da sind wir alle gespannt drauf. Da bin ich ganz vorne mit dabei. Also ja. Ich bin so heiß auf den Ofen. Ja, ich die, seit 2 Jahren oder so sehe ich immer nur die Bilder davon. Und ich will jetzt mal wissen, was sie da gemacht haben. Und ob das Ding wirklich so fährt, wie ich mir das denke. Also da, so ein bisschen Erfahrung habe ich ja. Und wie wir dich kennen, wirst du ja da keinen verblümten Bericht geben. Nö, das genau sowieso nicht. Nö, wenn das Ding nicht funktioniert, sich scheiße anhört, aber da kannst du dann einen anderen Ausdruck. Aber wenn das Ding muss ja funktionieren und passen, wenn du dich draufsetzt. Ja. Die Einheit, wie du drauf sitzt, sind ja auch Unterschiede, ob du jetzt auf so einer Lowrider sitzt oder auf einer, ich sag jetzt mal, Breakout. Die sind ja, obwohl sie gleich einen ähnlichen Rahmen haben, haben ja nur minimale Veränderungen, Lenkkopf oder wie auch immer. Aber du hast ja Unterschiede und du merkst auch so wie jetzt hier im Fahrverhalten, ob sich da was, ob das Ding, wie sich das Teil verhält. Und die Kutsche hat ja 152 PS, die geht ja über 200. Ja. Und wenn ich da Koffer dran habe, was dann? Das will ich alles mal wissen. Genau, jetzt, was passiert also, da? Genau. So, wie verhält sich das Ding, wenn ich da mit Koffern unterwegs bin und Gepäck und was weiß ich? Ich nehme ja alles mit, das probiere ich ja direkt mal aus. Also, ja, für dich und dein Equipment wäre das natürlich gut. Ne? Was jo, ich will das schon wissen, wie sie sich verhält. Weil sie hat ja auch einen starken oder mehrere starke Gegner. Obwohl das manche Leute ja auch nicht interessiert. Die ist ja jetzt schon gut verkauft, sag ich mal. Ja, wie gesagt, aber ist natürlich, Touring Adventure ist ein Haifischbecken. Da sind natürlich namhafte Hersteller drin und da gibt es Platzhirsche, das brauchen wir auch nicht wegwischen, die guten Bilder machen. Und da ist natürlich, Harley ist dem schon bewusst gewesen, wenn wir da reingehen, da gibt es nur eine Chance. Nur eine Chance, dass das Ding dann auch vernünftig geht. Aber die sieht, wenn ich das jetzt mal live weil sind da zwei verschiedene Welten. Aber das ist ja auch ein ganz neues Spektrum. Ja. Der Preis. Oh, über 30 geht gar nicht mit so einem E-Bike. Das Ding, das ist ja der massivste Fehler. Jetzt guck aber mal, sie lernen ja. Guck doch mal, was sie da gemacht haben mit der Pan America. Keiner hat ja wohl, wir haben ja noch Tage vorher noch beide gerätselt da. Ja, mit dem Preis. Wir haben alle gerätselt. Gehört haben wir alles Mögliche. Aber ich glaube, keiner hat gehört, dass das Ding unter 20 kommt. Nein. Ne? Also, ja gut, man muss jetzt die Ausstattung sehen und wenn man jetzt das im Verhältnis, jetzt wird ja immer gerne die GS genommen, die, so und wenn man das halt eben in Vollausstattung von der BMW zur Harley, ist die Harley gute 4.500 Euro günstiger in der Vollausstattung, ne, jetzt mit Koffersystem und was nicht alles. Die hat alle elektrischen Feature. Die hat ja nun, alle elektrischen und Vorreiter mit diesem Niveaufahrwerk. Showa. Erstes Motorrad, was so ein Fahrwerk verbaut hat, mit absenkbar, das ist noch nie in einem Motorrad verbaut worden. Und da ist Harley Vorreiter. Ja, und dann Showa-Fahrwerk, also auch die Upside-Down-Gabel, auch hinten Stoßwerk, das ist ja einfach bekannte gute Qualität. So, jetzt bin ich ja auch mal gespannt, ob das dann auch sich da so fährt, wie es soll. Du wirst berichten, weil du wirst ja fahren. Ach, ich bin total heiß auf die Kutsche, und dann, also ehrlich, du. Also ich habe schon immer genervt, aber nun geht es ja auch los nächste Woche und jo, wollen wir mal gucken, was dabei rumkommt. Ja, und da werden wir natürlich dann auch Potenzial also im Fuel Management finden. Da bin ich auch mal mit. Was willst du da noch rausholen? 152 PS. Ja, nur, hier ist es natürlich, was da drin verbaut ist, halt eben diese verstellbare die Steuerung, ne? Motorsteuerung. Das ist ja, hier ist halt eben, du hast ordentlich Drehmoment von unten und wenn sich ist ja Öldruck gesteuert, ist es dann ja, geht es dann in den Höhendrehzahlbereich, wo dann eine andere Nockensteuerung zum Tragen kommt und dann kommt halt eben die Leistung. Und das ist halt eben schön in diesem Motor verbaut. Und da bin ich halt eben gespannt drauf, wenn ich da auf Steuergerät drauf gehen kann und gucken kann, wo da noch Potenzial ist, die bestimmt da sein wird. Ja, werden wir ja sehen, was der Motor so bringt. So, also Fragen habe ich jetzt hier, glaube ich, keine mehr. Wir werden auch, glaube ich, gleich mal durch sein, wie lange wir sind. Wir sind ja schon. Oh ja. 2 Stunden? 2 Stunden, ja. Das ist ein bisschen lang eigentlich. Ne? Wahrscheinlich geht auch gleich irgendwann der Akku wieder weg. Also, wie gesagt, ist ja, wir wollen das ja nun auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Aber was irgendwie, Fragen beantworte ich natürlich gerne. Wenn Interesse besteht, dass wir vielleicht nochmal irgendwie was tiefer in die Materie eingreifen wollen, sollen, können oder was ich wie, die Fragen werden dann an dich gestellt. Und dann liegt es bei dir, was wir dann machen. Was wollen wir denn nochmal für andere Themen nochmal, sonst beim nächsten Mal vielleicht? Nächstes Mal müssen wir mal gucken, vielleicht haben wir dann ja auch schon mal eine Pan America hier, das kann ja durchaus sein. Ja. Was ich ja nochmal, ich wollte ja mit dem Börjesser
da unten, wolltest du da mal mit runter oder was? Oder? Den können wir gerne machen. Also wie gesagt, mit Klaus oder überhaupt da, da sind natürlich gute Partner, sind auch befreundet. Wie gesagt, und du hast uns ja einen Denkanstoß gegeben, wo ich vielleicht nochmal mit Klaus telefonieren sollte, was wir natürlich tun werden. Sprich, TÜV Legalität von so einem 131er Stage 4 in so einer Streetlight oder sowas. Oder in den großen Touren irgendwie. Also das, da würde das absolut, das wäre genau das Richtige. Wie gesagt, es hat ja, muss auch alles bezahlt werden. Und da müssen wir kalkulatorisch... Genug Verrückte. Sicherlich. Mhm. Wie gesagt, aber ist es auch nicht einfach, das einfach mal eben TÜV fertig zu machen. Das ist ja eine neue Aufgabe. Genau so ist es. Das macht den Kunden glücklich. Ja, werden wir versuchen. So einfach ist das. Gut, also ich denke mal jetzt auch, mir fällt jetzt auch selber gar nichts mehr ein. Oder wollte ich dich noch irgendwas fragen? Nö. Eigentlich nicht, ne. Ich habe auch nichts mehr Großartiges zu erzählen jetzt. Also ich werde gesehen, nächste Woche gibt es dann, also wir haben ja heute auch die E-Bikes gehabt hier. Ja. Da können wir ja noch mal kurz hingucken. Wir haben hier in Lübeck, hier vom Aachen bis zum 13. Genau. Haben wir die hier zur Probefahrt da. Kann man einfach unverbindlich und einfach so vorbeikommen und sagen, ich möchte gerne mal ein E-Bike von Harley-Davidson fahren. Mhm. Ich habe hier zwei Stück da. Also vom 8. bis zum 13. April. Jawohl, 8. Bis zum 13. sind hier, kann man die E-Bikes probefahren, kann natürlich auch eine Vorbestellung abgeben. Mhm. Wie gesagt, Sie sind jetzt hier in Lübeck vom 8. bis zum 13. Zwei Stück. Genau. Lowrider ist auch da. Ansonsten hast du noch was anderes an neuen Modellen schon da? Was wir planen, neben neue Modelle haben wir natürlich sukzessive, ist das ein Kommen und Gehen, was jetzt da ist. Hier Softails haben wir da, 21er. Ich habe jetzt gerade 21er CVO Streetglide ist hier. In Weiß haben wir gerade neu reingekriegt, die schön anzusehen ist. Wir planen am 24. unseren Open House und Probefahrttag am 24. April. Die Inzidenzen hier in Schleswig-Holstein geben es her. Open House hast du geplant? Ja, am 24. April mit Probefahrttag. Da sind wir da. Hast du da einen Truck hier? Nein, wir werden Motorräder haben wir genug da, sodass wir das selber befrühstücken können. Weil wenn man das mit dem Truck macht, dann müssen wir richtige Termine, weil die müssen sich auch ja vorbereiten. So viel gibt es ja jetzt nicht. Du bist wahrscheinlich der Einzige, der so einen Termin macht. Ja, wir leben in Schleswig-Holstein, das ist wunderschön hier. Und wir liegen mit den Inzidenzen in Lübeck hier bei 67. Und wir haben zwar innerlich hier innen drin Einschränkungen, aber wenn wir das Hygienekonzept einhalten und wir uns alle vernünftig behalten, hier verhalten, das ist nicht nur wir, das müssen unsere Kunden ja natürlich auch, das heißt Abstand. Ja, oder einen Test machen, so wie wir. Ne, wie solche Sachen alles. Dann kann man auch so ein Probefahrt-Event stattfinden lassen. Das wird dann alles anders sein, als man es kennt. Mhm. Ne, also es wird hier alles... Vieles wird anders sein. Ja, aber wie gesagt, so ist es ja halt eben. Um dass wir sowas machen können, müssen wir unseren Regeln halten. Punkt. Und wir können hier in Schleswig-Holstein außen können wir einige Sachen machen. Haben wir festgestellt, nachdem wir uns das durchgelesen haben. Und somit planen wir am 24. Unser Probefahrttag, / Open House, sage ich jetzt mal Frühjahrs Open House. Wir haben natürlich unsere SLH-Kurse, unsere Wiedereinsteigerkurse. Ach so. Unser erster findet am 17. statt, diesen Monat. Was wir auch vorhaben zu halten, wenn das alles von den Inzidenzen hier so bleibt. Anzumelden über unsere Website. Wenn man mal Harley-Luft schnuppern möchte, nachdem man vielleicht jahrelang nicht gefahren ist und mal wieder langsam ranfahren möchte. Wir haben hier zwei Trainer, Fahrlehrer ihres Zeichens, die einen da wieder ranbringen mit unseren Modellen, die sie sich dann aussuchen können. Können sie dann jetzt der 17., das ist ein Samstag, 4 Stunden sich damit beschäftigen gegen eine geringe Gebühr, die über die Website, unsere Website buchbar ist. Das ist cool. Also gerade das Open House, ich merke es ja selber. Also ich bin total hungrig, mal wieder raus. Nächste Woche treffe ich auch mal wieder ein paar Kollegen hier, so Fauli, 1000 PS. Schöne Grüße an 1000 PS-Kollegen und so. Ja, und, mal wieder ein bisschen quatschen. Ja, total auch mal wieder hören, was die so, auch so die Einschätzung untereinander. Das ist auch immer interessant. Das sind ja auch erfahrene Typen. Ja, ja. Auch so mit der Pan America nachher. Und man tauscht sich schon aus unter Kollegen. Also, ja, sicherlich. Was hast du hierzu, dazu? Oder wer macht welche Erfahrungen? Die fahren ja auch immer alle möglichen Dinge da. Und die sind ja auch teilweise kaputte Typen. Muss man sehen, wie die Motorrad fahren, Alter. Ja. Also,
Das macht schon Spaß, auch mal wieder Leute zu treffen. Ne? So wie ja hier Harley Harry Kulosa. Ja, ihm hat es wohl Spaß gemacht. Ja, ich denke mal, wir werden das Format vielleicht mal öfter machen, irgendwie anders oder wie auch immer. Muss natürlich auch mal ein Thema dazu haben. Wenn man, aber 2 Stunden haben wir jetzt hier gelabert. Also, ja. Oder du. Ja, ich habe nur zugehört. Es macht ja auch Spaß, was ich will. Ja. Ist da. Aber tatsächlich ist es umso mehr vermehrt und sowas. Es geht mir der ganze Kram hier auf den Sack. In der Hinsicht, das sind schon Sachen, die einem fehlen. Ne? Ja, natürlich, total. Also, ich muss auch raus. Ich muss auch irgendwie ja, an die also, Luft. Also. Ja, das, wie gesagt, das ist da. Motorradfahren ist ja eine Sache, aber das Schöne war dann auch ja, dass man mal so einen Kehr eingemacht hat. Mhm. Das ist ja alles nicht mehr möglich. Gut, in Schleswig-Holstein wird jetzt die Außengastro jetzt am Montag wieder aufgemacht, mit Abstand und solche Sachen alles. Also in Schleswig-Holstein haben wir ja nur wieder ein bisschen Verfreiheiten. Die aber noch, auch, ja, noch ja, wie gesagt, noch. Es kann ja nur wie auch anders kommen. Mhm. Aber das ist ja schon alter Schwede. So aber jetzt schweifen wir ab, jetzt sind wir noch her. Ja. So, also ich würde sagen, das soll es dann erstmal gewesen sein. Jo. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei oder es war interessant. Wir konnten so die Fragen, die ihr so habt, alle beantworten. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, Jens. Und danke, bis zum nächsten Mal. Ja. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Lübeck.